Concrete Genie. Ist aber auf jeden Fall richtig süß und ich glaube, richtig was fürs Herz. Rein da. Und es hat ausnahmsweise mal deutsche Sprachausgabe. Das passiert uns ja auch nicht so oft. Und es lädt sehr lange. What is life? Ja, den Bewegungssensor werden wir schon mal nicht benutzen. Sonst würde ich mich nämlich die ganze Zeit verhauen. Der eine große Nachteil am neuen Stuhl: Er ist ein kleines Stückchen höher und ich kriege jetzt fast den Controller nicht mehr unter den Tisch in meinen Schoß, weil der Stuhl einfach so hoch ist. Ja, aber eigentlich will ich auch keinen neuen Tisch. Ich meine, mit dem Umzug könnte man jetzt drüber nachdenken. Aber eigentlich mag ich meinen Streaming-Tisch, so wie er ist. The Struggle. So, lass mal gucken. Malsteuerung geht nämlich nicht nur über die Touch- bzw. die Gyro-Steuerung, sondern auch über den Stick. Das werden wir auch mal machen. Damit ich mir, wie gesagt, nicht ständig alles anhauen muss. Das fände ich sehr nett. Oh, guck mal, wir können es sogar in 4K spielen. Das ist ziemlich gut. Untertitel aus, Controller, Lautsprecher aus, Sprachausgabe Deutsch. Mhm. Das passt alles. Dann würde ich sagen, legen wir los mit dem zauberhaften kleinen Concrete Genie. Ich freue mich. Ich freue mich ein bisschen. Ein bisschen sehr. Es sieht schon ziemlich putzig aus. Kinder. Ich mag auch den Artstyle voll gerne. Der erinnert mich ein bisschen an Tim Burton. Irgendwie. Sie müssen beide wieder lang arbeiten. Jo, Takato. Halt dich von Denska fern. Sorry, Mom. Der Typ spricht halt gefühlt alles, kann das sein? Das habe ich auch bald. Hi, Mrs. Cruz. Ash. Whoa, vorsichtig, Ash. Sorry, Mr. Green. Guck mal, die sind alle mega happy. Wäre den nicht auch gerne so glücklich? Cecil. Wie diese Robbe. Will auch eine Robbe. Meint ich kann Kiri als Robbe verkaufen? Oh, wow. Ash, das ist so schön. Okay, Kleiner, ab nach Hause.
Ja, sieht nicht mehr ganz so aus wie früher, ne? So wie er es in Erinnerung hat. Gentrifikation ist ein Arsch. So, jetzt sind wir auch mal im Spielteil des Spiels angelangt und irgendwie ist seine Hand ein bisschen glitchy. Seht ihr das auch, der Daumen? Ich glaube, er hat Aua am Daumen. Okay. Ein kleiner Anzeigefehler. Na, das soll passieren. Ich weiß auch gar nicht, was besser, / intuitiver wäre. Das tatsächlich über Gyro zu steuern? Ja, oder mit dem Pinsel. Verpassen wir dir etwas Farbe. Aber jetzt machen wir erstmal seine hübschen Zeichnungen ein bisschen bunt. Guck mal. Happy Little Accident. Es ist eigentlich das Spiel für uns, weil es ist voll das Bob Ross Spiel. Wir machen einfach Happy Little Accidents hier. Es muss nicht schön und nicht genau sein, aber es existiert einfach. Genau das ist, was ich mit Cozy meine. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manchmal ist es auch gelb. Mögt ihr gelb? Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von Gelb. Cool. Aber mittlerweile, so ab und zu, als kleine Farbakzente, finde ich, sieht das ein bisschen aus wie ein sehr plüschiges Pikachu wegen den Streifen. Hey Kizuna. Oder? Ich meine hier, Pikachu hat ja auch so Streifen auf dem Rücken. Versuchen wir es mal mit Blau. Schön erstmal die Grundfarben durchnudeln. Oh nein, Kisu. Hast du denn überlebt? Wurdest du verschleppt und misshandelt? Ja, das war die richtige Wahl. Oder ging's? Hattest du Freude? Wie durchgezockt. Ist das nicht voll lang? Ich hatte irgendwie den Anschein, das wäre total lang. War es gut? Wie ist es geendet? Was ist passiert? Erleuchte uns, damit wir auch wissen, wie Boyfriend Dungeon zu Ende gegangen ist. 3 Stunden nur? Oh. Hätte ich vielleicht nicht nach 2 Stunden aufgeben sollen. Andererseits mit Vorlesen dauert es ja auch immer länger. So, wir füllen das natürlich ganz aus. Ich will ja nicht, dass hier irgendjemand nackig gehen muss. Kann ich nicht verantworten. Man muss einen Dude töten, der einen töten wollte. Und warum wollte der einen töten? Der blonde Typ Eric hat den erschaffen aus den Waffen. Okay, das klingt sehr aufregend. Okay, du wirst etwas Besonderes. Etwas Besonderes. Oh ja, ich sehe schon. Das ist echt gar nicht so einfach mit der Stick-Steuerung. Aber Happy Little Accidents, Chat. Ich habe leider nie gesehen, wie Valeria aussah. Also ich glaube, wir haben sie gefunden. Das bei Vollmond. Ich glaube, ich nenne dich Luna. Gefällt dir das? Aber ich weiß leider nicht, wie sie ausgesehen hat. Dummy! Na, huch. Da hat Luna plötzlich ein Gesicht bekommen. Apropos Vollmond. Es müsste eigentlich gerade Vollmond sein, weil in einem Monat kommt Endwalker raus und Endwalker haben sie so gelegt, dass es auch an einem Full Moon rauskommt. That is Square Enix for you guys. Christian Zeiger heißt der Mann, der alles spricht. Sehr gut. Dommy weiß es natürlich wieder. Unsere wandelnde deutsche Synchronsprecherkartei. Sehr gut. Haben wir das auch geklärt. Ja, Luna ist fertig. Oh Gott, der spricht Hinata in Haikyuu? Ich kenne ihn, glaube ich, nur als Takato aus Digimon. Ich glaube zumindest, dass sich Takato so angehört hat. Ist schon länger her. Da bin ich schon etwas stolz auf mich.
total. Willst du abhängen? Doch dann. Witzig. Mann, ich hab Hunger. Geht mir genauso. Oh, guck mal, wer da Achtung! Ist. Achtung! Guter Schuss. Echt gut. Janie, lass das! Ach komm, Heulbaby. Das war weit daneben. Und die Schleuder hast du gestohlen. Das ist meine. Tja, jetzt nicht mehr. Aufwachen, Freak! Na, was gibt's heute zu essen, Ash? Ups. Was ist denn das? Dein kleines Ausmalbüchlein? Wieder her! Komm und hol's dir! Hierher, Bee! Hey, das gehört mir! Nächster! Ich hab's nie verstanden, wieso Kinder so sind. Nie. Her damit! Oh. Nein! Weil es ihm original gar nichts bringt, ihm sein Skizzenbuch kaputt zu machen. Ich werde... Was wirst du, kleiner Mann? Hey, wir können ihn doch in die Bahn stecken. Dann kann er mit dem Leuchtturmgeist abhängen. Hab keine Angst, ey. Mobbing ist schlecht, macht das nicht nach. Seid lieb zu euren Mitmenschen. Nein! Ist aber auch ein bisschen spooky. Wer fährt die Bahn? Fährt die autonom? Sollte das passieren? Die sieht nicht mehr so fahrtauglich aus, ehrlicherweise. So gesehen passt das Spiel perfekt in den Oktober. Und guck mal, ein Leuchtturm. Wir haben gelernt, Spiele mit Leuchttürmen drin tun weh. Bin sehr gespannt, wo das hier hinführt. Vielleicht hat Mama recht. Ich sollte hier wohl nicht mehr herkommen. Nein. Aber es fühlt sich immer noch wie zu Hause an. Dir das doch von den Dovis nicht kaputt machen. Igitt, das lila Zeug. Es breitet sich immer mehr aus. Das egal, was es ist, es blockiert wohl die Räder. Ich glaube, ich sitze fest. Kein Spiel ohne Ganon-Glibber. Dann müssen wir uns so umgucken, wenn wir festsitzen. Seiten? Wie sind die hierher gekommen? Geflogen, nehme ich mal an. Das können wir nicht lesen. Aber das hier. Finde Zeitung. Hoffentlich denken sie nicht, ich bin einer von denen. Mann. So schnell kann ich das doch nicht vorlesen. Du weißt nicht, was du zocken sollst? Das sind Probleme, die ich gerne mal hätte. Hast du eine Liste? Dann suche ich dir eins aus. Ich habe eher das Problem, dass ich mich nicht entscheiden kann, was ich zocken soll. Denska's Sad Fate. Oh boy. Es ist ein Abandoned Fishing Village. Also ein verlassenes Fischerdorf. Das ist ziemlich traurig. Wir haben Fenster eingeschlagen und Graffiti überall, an die Wände geschmiert, weil die Kinder und die Delinquents die Stadt so ein bisschen übernommen haben. Hab keine Liste. Ja, aber wenn du einen guten PC mit guter Grafikkarte hast, kannst du ja alles spielen. Alles. Alles, was du willst. Können wir das auch irgendwo richtig lesen? Haben wir ein Menü? Tagebuch, Zeitungen. Ich hatte irgendwie erhofft, slash erwartet, dass wir das vielleicht irgendwie größer haben können, weil so kann ich die Hälfte davon nicht lesen. Aber gut, dann wohl nicht.
erinnert mich aber auch ein bisschen an Life is Strange, ne? So mit dem Notizbuch und so. Eine RTX 3060 Ti. Also hast du jetzt nur noch eine Niere oder wie ist das gelaufen? Du kommst doch momentan kaum an die Grafikkarten. Hat Kisu da einfach eine Niere abgegeben? Okay, hier ist nichts. Schade. Aber da! Luna! So hieß meine erste Katze, weil ich so ein kreatives Kind war. Das kann doch nicht der Wind gewesen sein. Mit viel Magie, also hast du die Leber auch noch oben drauf gelegt. Ich sehe schon. Was stimmt hier nicht? Kapitel 1: Der Leuchtturm. Auch ein bisschen illegal, was wir hier machen, aber naja. Ich hole mir erstmal meine Seiten zurück und dann suche ich nach einem Weg zurück nach Denska. Na, oder zurück nach Hause, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ach, hast du dir so einen Komplett-PC gegönnt? Ja, da kriegt man manchmal noch ganz gute Deals, habe ich auch gemerkt. Aber mit dem Umzug ist neuer PC jetzt auch erstmal vom Tisch. Aber richtig gut. Hab wie gesagt auch drüber nachgedacht. Meiner ist jetzt auch schon 3 Jahre alt. Aber also, ja. Geh mal da rein. Sie ein Eigenleben. Was für ein magisches kleines Spiel. Das Ding ist, ich habe eigentlich echt einen guten Ryzen 7, glaube ich, sogar drin. Also theoretisch würde es wahrscheinlich reichen, wenn ich meine Grafikkarte mal updaten würde, aber wie gesagt, bei den aktuellen Preisen kannst du, oder der Verfügbarkeit, kannst du das halt eigentlich nicht rechtfertigen. Wird ja hoffentlich bald wieder besser. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, wieso wir keine Switch Pro bekommen haben. Das gibt es nicht. Chip-Knappheit lässt grüßen. Deswegen kannst du ja auch ein Jahr nach Release der PS5, auf der wir dieses Spiel hier gerade spielen, immer noch keine PS5 einfach so kaufen. Der Struggle, er ist echt. H1.5 klingt okay, ja. Alles kaputt. Ja, das kann man bestimmt zusammenkleben. Don't cry. Oh, was zum... Aber selber zusammenbauen können, muss man halt auch erstmal. Luna? Okay, so hatte ich mir deine Stimme eigentlich nicht vorgestellt. Ach, wieso? Ist doch süß. Guck mal, Chat, sie kann zaubern. Sie hat das Buch wieder zusammengeklebt. Was? Wie ist das möglich? Magic. Hey. Jetzt hat sie einfach unseren Pinsel gemobst. So geht's aber nicht, Mädchen. Komm mal wieder her. Zurück. Brauch doch meinen Pinsel.
soll ich denn ohne den malen? Okay, oder wir nehmen einfach diesen Riesenpinsel. Schaut euch den Oschi mal an. Ist ein guter Tausch. Wow, du bist jetzt in der Wand. Soll ich den Pinsel darauf richten? Ich finde sie so cute. Wow, das erfordert wohl etwas Übung. Moment, malen bringt sie zum Leuchten? Ist das so, ja? Oh, das ist unglaublich. Guck mal, Chat, wir sind einfach Zauberer. Warte, wo willst du denn hin? Der neue Harry Potter, ja voll. Nur mit Pinsel. Oh, mehr von meinen Seiten. Mal sehen, wie das an der Wand aussieht. Du willst, dass ich das male? Eine Tulpe. Ist das überhaupt das Richtige? Ich glaube schon. Ja, sie macht Herzchen. Okay. Auf dem Gras rumzulaufen wird dir Spaß machen. Ich finde die Idee halt so süß. Das ist so wholesome irgendwie. Pflanzen? Okay, wieso nicht? Ist halt mal so richtig wholesome, das Spiel. Noch mehr? Damit du es warm und gemütlich hast. Ha. Geht klar, Luna. Aber verbrennen dann nicht die Pflanzen? Na klar. Was wäre das für ein Lagerfeuer ohne Sterne? Ich habe da so ein paar Sicherheitsbedenken, aber wenn es Luna glücklich macht, dann geben wir ihr ein Feuerchen unterm Sternenhimmel. Das ist unglaublich. Ach, was bist du denn? Nur ein Klecksfarbe? Lichterkettenlampe. Na toll, hab einen blinden Passagier. Meinetwegen, Klecks. Aber ob die Minis das so witzig finden? Ihr seid gar nicht so gruselig, wie man es von Leuchtturmgeistern erwarten würde. Da bin ich nicht so sicher, ob die lange leben würden. So Fairy Lights und so. Wenn das schon Geist nicht aushält. Klar, sieht total stabil aus. Ganz schön mutig, unser Ash. Muss am Namen liegen. Das sieht aus wie... Hab ich das etwa gemalt? Als ich noch klein war, habe ich diese Dinger überall hingemalt. Aber an das hier erinnere ich mich nicht. Wie kommt das nur hier hin? Wow! Was ist da hinten los, Klecks? Die Vorstellung, dass die eigenen Zeichnungen oder Werke zum Leben erwecken könnte, ist so fantastisch wie furchtbar. Das ist auch ein bisschen gruselig. Also gut. Heißt ja nicht, dass die da noch nett sind, ne? Einfach unglaublich. Der Pinsel ist spitze. Oh nein, ich glaube, ich habe sie verkehrt rumgemalt. Warte mal.
So, jetzt ist der Kopf auch oben. Man erinnere sich an die eine SpongeBob-Folge mit dem magischen Blush. Ja, das kann nämlich auch ganz schön... Hoffentlich träume ich das nicht nur. ...in die Hose gehen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das Spiel so süß bleibt, wie es jetzt gerade ist. Oder ob das vielleicht später auch noch ein bisschen unangenehm wird. Doch nur ein Bein malen. Okay, hat ein Bein. Na dann los. Weil das könnte auch unangenehm enden, wenn die Geister sich gegen uns wenden. Wow, du bist lebendig? Oh, ich hätte gar keine Arme malen müssen. Hi, du. Ich hab jetzt nur Hörner gemalt, ups. Naja, hat er halt viele Hörner. Schätze, das ist auch okay. Hashtag Happy Little Accident. Könntest du mir vielleicht helfen? Ich dachte, ich kann Gliedmaßen dran malen, aber die bekommen wohl von alleine Gliedmaßen. Wow. So kann man es auch machen. Danke. Das nächste Mal weiß ich's ja dann. Okay, Feuerjins können rote Planen verbrennen. Das merken wir uns mal. Wie happy sie sind einfach. Kann sie mir helfen, zurück nach Denska zu kommen? Die ganze Zeit Angst, irgendwas zu verpassen. Gibt's bestimmt wieder Secrets ohne Ende. Zeug, die Finsternis. Ich wusste nicht, dass es so schlimm geworden ist. Es hat schon echt runtergekommen. Und was ist, wenn sie sich bis hierhin ausbreitet? Aber wir sind ja in einem Leuchtturm. Was macht ein Leuchtturm mit Finsternis? Oh, meine Malerei... hat den Teil erhellt. Hier, im Leuchtturm. Erhellen, richtig. Du willst, dass ich das tue? Wer denn sonst? Die Stadt mit Farbe wiedererwecken? Hast du sonst noch ein Kind mit einem magischen Pinsel gesehen? Das Problem ist, dass ich nicht viel machen kann, solange ich hier feststecke. Weil Luna macht überall so kleine... Luna? Wo bist du hin? Fairy Lights hin. Guck mal, ich finde das voll charming. Die Karte irgendwie mitnehmen? Anscheinend nicht. Na dann, Luna hinterher. Sie zeigt uns hier anscheinend den Weg. Hey, Girl. Ich glaube, ich muss all diese Lichter anmachen, indem ich darunter etwas male. Malen wir. Ja, ne? Es wird entweder so ein richtiges, chilliges Feel-Good-Game oder es wird richtig furchtbar. So, there is no in-between. Ich hoffe, dass es Ersteres wird, ehrlich gesagt. Sind die Lichter jetzt angegangen? Ja, doch. Sie leuchten nur weiß und nicht bunt. Deswegen muss man ein bisschen gucken. Es gibt keinen neutralen. Nein, there is no in between. Es gibt nur totale Eskalation. Oder halt, es wird alles wundervoll. Ich hoffe, dass alles wundervoll wird. Was ich so gehört habe, soll es ja ein super cutes, cozy Game sein. Also hoffe ich, dass ich nicht belogen wurde.
Und ich meine, die Stadt mit Farbe und Licht zu versehen, das kann ja eigentlich nichts Schlechtes sein, oder? Ich meine... Das muss doch was richtig Gutes werden. So, noch ein paar Sterne. Ich mag auch die Geräusche, die es beim Zeichnen macht. Einfach Licht ins Dunkel bringen. War in Kingdom Hearts doch auch entspannt und ruhig? Ich glaube, du hast ein anderes Kingdom Hearts gespielt als ich. Ich habe auch einfach immer noch unnormal Bock auf 2 Final Mix. Aber niemand hat Zeit dafür. Niemand. Oh nein. Die Finsternis ist ja auch hier oben. Oh nein, Djinns haben Angst vor dem Finsternisschimmel. Kommt an dem Zeug nicht vorbei, richtig? Dann machen wir du ihn halt willst, weg. Dass ich das anmale? Okay. Dann malen wir den Schimmel einfach weg. Bitte mach das im echten Leben nicht. Schimmel einfach überstreichen ist meistens nicht die Lösung. Und was meinst du? Ich kann diesen Schmutz nicht übermalen. Aber hier geht das anscheinend. Mit Superfarbe. Hältst du mich irgendwie auf? Wow. Jetzt machen wir die Superfarbe weg. Das ist wie Superfarbe. Das ist schon irgendwie cute. Brauch mehr Superfarbe. Tut mir leid, ich habe hier rum verschwendet. Ich hoffe, sie hat unendlich Superfarbe. Ich kann diesen Schmutz nicht übermalen. Kann mich immer wieder aufladen. So, das waren alle. Wenn ich greedy war. Okay, Luna, die Luft ist rein. Aber eigentlich sind wir jetzt doch ein bisschen wie die Graffiti-Delinquents, ne? Das kann ich jetzt auch mal sagen. Ja, das habe ich auch gelesen, dass sie tatsächlich überlegen, zumindest die HD-Collections doch nativ auf die Switch zu bringen. Ich würde es feiern. Dann würde ich es mir vielleicht auch für die Switch kaufen. Cloud-Version hingegen weiß ich ehrlicherweise nicht. Also bei Kingdom Hearts 3, ja klar, da geht's nicht anders, aber bei den anderen finde ich, können sie die Mühe schon investieren. Dann unterstütze ich das wahrscheinlich auch. So, machen wir jetzt den Leuchtturm an. Oh ja. Dieser Schalter sieht vielversprechend aus. Dann drücken wir ihn. Ist das ungewohnt, ein Spiel mit deutscher Sprachausgabe zu spielen? Ja, eben, weil dann kann ich es auch auf der PlayStation spielen. Das ist halt so. Zone abgeschlossen. Ja. Sick. Aber eine ganze Stadt voller Blight ist noch übrig. Hast recht, Luna. Denska sollte wieder schön werden. Ich mach es. Ah, der Artstyle erinnert mich so krass an irgendwas. Ich komme aber nicht drauf. Concrete Genie. So, ab jetzt ist es für mich auch blind. Aber ich fand das so zauberhaft, das wollte ich euch zeigen und mit euch zusammenspielen. Ciao, Luna. Bis später. Freies Malen ist jetzt verfügbar. Hurra. Das heißt, ich kann jetzt meine Gondel freimalen, oder? Oh, die ist schon freigemalt. Na dann. Ja, wahrscheinlich, weil der Leuchtturm einfach die ganze Dunkelheit vertrieben hat hier im Gebiet. Es ist halt so pretty. Ich mag so Stile mega gern. Deswegen muss ich mir auch Astrea's Shending noch angucken. Das hat auch so diesen Wasserfarben-Effekt.
Richtig schön. Scheint, als wäre mein erster Halt der Fischmarkt. Na, Chat, mögt ihr Fisch? Ich muss ja noch meine Garnelen essen. Apropos. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich Cecil, den alten Seelöwen, zuletzt hier gesehen habe. Oh, Cecil! Ihr wisst, für Cecils habe ich ein schwaches Herz. Bringe alle Lichter in Zone 1 des Fischereihafens zum Leuchten. Da gibt es 2 und in Zone 2 gibt es 8. Okay. Das ist keine Zeitung. Für Cecil helfen habe ich immer Zeit. Alle anderen haben die Stadt vielleicht aufgegeben, aber ich nicht. Kapitel 2. Der Fischereihafen. Nein, da sind die bösen Jungs wieder. Wieso heißt der Zack? Das ist nicht okay. Mein Zack würde sowas niemals tun. Guter Wurf! Sie sind also die Antagonisten. Hä, diese bescheuerten Vögel! Lass sie in Ruhe! Warum? Die sind dämlich! Weil ich es sage! Aber das sind andere Kinder, oder? Willst du, dass ich dir ein paar aufs Maul gebe? Als ob du das könntest! Hey, hört auf damit! Hört ihr das auch? Was denn? Vielleicht ist es der Leuchtturmgeist! Hey, das Ding gibt's echt! Ich hab's gesehen! Ja, klar! Ich muss meine Klappe halten, sonst höre ich nichts. Hey, wobei, ich glaube, Beatrice war vorhin auch schon dabei, aber die anderen beiden, an die kann ich mich nicht erinnern. Von diesen Lichtern. Ein guter Ort, um anzufangen. Ah. Das heißt, immer wo diese Lichter sind, müssen wir was malen, um sie anzumachen. Okay, ich verstehe. Und dabei gleichzeitig das Graffiti der bösen Jungs übermalen. Die Lichterkette leuchtet. Wohin jetzt? Das ist ein echt süßes Konzept. Nutze deine Karte, um Lichterketten zu finden und deinen Fortschritt zu überprüfen. Aha, wo bin ich auf der Karte? Da. Oh, hier sehen wir auch alle Seiten. Auch das ist super gemacht. Ziehst du den einfach da rüber und die sind still. Ja, mit meinem magischen Pinsel. Aber ich fürchte, wir sind Pazifist, also wird da draus wohl nichts. Okay. Da muss ich mich aber gut umgucken, weil sonst renne ich doch wieder blind an Lichterketten vorbei. Kenn mich doch. Da ist Klecks. Okay. An das erinnere ich mich. Da war auch eine Lichterkette, ich hab's gesehen. Aber guck mal, Klecks hat auch so Kleeblätter. Der gehört zu uns. Klecks ist einer von uns. Also gut. Kann ich jetzt auch einen anderen Djinn malen? Ich will den hier malen, der sieht aus wie ein Drache. So weit, so gut. Diesmal male ich auch keine Gliedmaßen dran. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Mal schauen, wie das aussieht. Was jetzt? So, das ist doch süß, oder? Oh, ist das ein Schwanz? Ja, so langsam wird es. Das ist ein Schwanz. Ja, los geht's. Oh nein, was hat er gemacht? Was hat er gesagt? Teile mit uns. Das sieht doch ziemlich gut aus. Du. Er war auch ein bisschen frech. Du magst diese Finsternis nicht, oder? Superfarbe! Gib mir Superfarbe. Vielleicht können wir sie gemeinsam loswerden. Okay, er braucht Feuer, wenn ich das richtig sehe, für Superfarbe. Gute Wahl. Lassen wir es brennen.
finde das so süß, wie die dann so Herzen machen. Jetzt mit der Superfarbe. Räumen wir alles weg. So, jetzt sollte er durchkommen. Oh nein, noch mehr. Noch mehr Schmutz. Superfarbe ist aus. Da kann ich nicht malen. Ich brauche Superfarbe zum Beseitigen. Ich habe das Gefühl, ich sollte das alles ein bisschen schneller machen. Aber solange die mir einfach neue Superfarbe geben, ist das ja auch egal. Hauptsache, nachher brennen alle Lichter. Sehr schön. Zone abgeschlossen. Guck mal, wie hübsch das aussieht. So gut hat die Sardinenfabrik wohl noch nie ausgesehen. Ich frage mich nur, ob das nur wir sehen können. Willst wohl spielen, ha? Huh? Au. Hey. Oh, wie putzig. Cool, man kann die High Five. Okay. Hilfst du mir jetzt durch diese Tür? Sick. Und jetzt haben wir Bunny-Ohren bekommen für den nächsten Gin, den wir zeichnen können. Geil. Ich bin ein bisschen verliebt. Weißt du, Bless Indies einfach. So, machst du auf? Muss ich dafür was machen? Warten. Okay. Cool. Danke, Kumpel. Und noch eine Zeitung. Denska vermutlich. Ich dachte, wir wären jetzt schon weg. Noch vor Jahresende menschenleer. Ehrlich gesagt hat es hier generell nicht so viele Menschen. Außer die Delinquent-Kinder. Oh, ich finde das halt so furchtbar, weil es tut denen ja nicht weh, wenn du Maske trägst. Das kann ja auch tausend andere Gründe haben, wieso du gerade eine Maske tragen musst. Und dann kommen einfach so Typen zu dir und sagen, ey, du bist so dumm, mach das doch nicht. Und ich denke mir so, was stört es dich denn? Du kannst ja keine tragen. Das ist dann einfach dein Scheißproblem. So, ich verstehe, wenn du keinen Bock auf Maske hast, dann lass es halt einfach. Aber die Ironie daran ist ja, dass sie ja genauso übergriffig sind, wie sie es allen anderen Leuten vorwerfen zu sein, obwohl es mir scheißegal ist, ob er eine Maske trägt oder nicht, weißt du? Das ist, was sie immer nicht checken. Ich finde das so albern. Kann ich hier mal? Oh. Okay, irgendwie habe ich gedacht, der Apfel wäre größer. Schätze nicht. Ups. Was heißt das? Okay, aber vielleicht mit einem anderen Genie? Vielleicht kann ich hier irgendwann mal was aufmachen. Was ja eine grüne Tür ist. Muss man mal im Hinterkopf behalten. Ja, habt ihr euch absolut richtig verhalten? Das geht halt gar nicht. Es geht denen gar nichts an. Wenn ich Bock habe, eine Maske zu tragen, trage ich eine. Weißt ihr, ob ich Lepra habe? Was ist das? Der hat euch gefilmt. Ganz ehrlich, dann würde ich den anzeigen. Recht am eigenen Bild. Knallhart. Das geht überhaupt nicht. Oh Mann, die schon wieder. Der darf euch nicht filmen ohne eure Erlaubnis. Vielleicht über die Dächer. Er wird voll Spider-Man jetzt hier, oder was? Aber da war noch Finsternis. Ich muss die Finsternis wegmachen. Mist, ich brauche die Seite. Ich kann sie davon weglocken. Okay. Hey, kommt und holt mich! Ich mach dich kalt, wenn wir dich finden. Oh oh. Das Gefühl, die machen mich wirklich kalt. Geht klar. Los geht's. Aber wir haben was Neues gefunden. For what it's worth. Ich möchte nur eigentlich trotzdem gerne. Ich mach besser einen Bogen um sie. Das hier wegmachen. Außerdem ist da, glaube ich, noch eine Seite.
ist besser. So. Für was wert sein mag? Die Dunkelheit ist weg. Sieht so gut aus für Social Media. Ja, dann kannst du ja Bilder von dir selber posten. Es geht halt einfach nur darum, dass du das Recht an deinem eigenen Bild hast und dich niemand ohne deine Erlaubnis filmen darf. Ist halt schon schlicht und ergreifend verboten. Erwischt! Und gerade wenn der dann auch noch beleidigend und übergriffig wird, hat er die Anzeige halt leider voll verdient. Anders lernen die es halt auch nicht. So, wo sind denn jetzt die Dudes? Mach dich bereit. Fang mich doch! Ja, versteck dich besser! Für so ein Normalo-Kind ist der ganz schön athletisch. Die Qual der Wahl. Oh, guck mal, was wir da haben. Er ist es nicht wert. Kann ich? Ich wünschte, sie würden endlich nach Hause gehen. So, vielleicht können wir das arrangieren, dass sie nach Hause gehen. Die schon wieder alles kaputt machen. Da kommt schon die Polizei, um sie festzunehmen. Mit was? Mit Recht. Sachbeschädigung. Ganz Ohr? Jo. Hab ich dir doch gesagt, alles ist gut. Konnte jetzt irgendwie nicht mit dem interagieren, aber in Ordnung. Ja. Okay, aber wofür brauche ich jetzt den Gin? Also für mehr Superfarbe? Okay, aber beim nächsten Mal. Oh, die schon wieder? Toll. Achtung! Ja, stell dich nicht so an. Kommt und holt mich! Der kleine Schisser muss hier irgendwo sein. Ich glaube, ich muss sie erst weglocken. Wenn wir dich erst in die Finger kriegen. Hey, die Trottelpatrouille. Der ist schlüpfriger als ein Fisch. Hey, hier drüben. Was für ein Schisser. Nein, 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 nein. Geh da runter. So. Das sollte schick aussehen. Ich weiß nicht, ob ich das habe, was er möchte. Ich glaube, es ist das hier. Haben die denn nichts Besseres zu tun? Oder das hier? Ein kleines Erlebnis. Okay. War das jetzt gut genug? War das Hässliche noch einmal? Für die Superfarbe, damit wir das hier schön machen können, dass alle Sachen leuchten. Ja. Das funkelt, oder? So, jetzt sind sie bunt geworden. Das passt also. Ja, das Ding ist, ich habe gar nicht mehr den Nerv, mich darüber aufzuregen. Aber man sollte sich halt drüber aufregen, weil es ist halt einfach nicht in Ordnung. Komm her! Zurück mit dir! Sehr gut. Ich glaube, es würde sich lohnen, alle Seiten zu holen. Überall die Finsternis wegzumalen. Ups. Jetzt habe ich den Baum falsch rumgemalt. Happy little accident, okay.
Null Superfarbe übrig. Aber er lädt mich schon wieder auf. Lichter. Ich nehme mal an, die weißen sind die, die wir noch anmachen müssen. Das heißt, hier sind auch Lichter. Ich habe nur Angst, was passiert, wenn die mich in die Finger kriegen. Dass sie so nah sind. Die sind nämlich gleich da. Um die Ecke. Oh, warte, das ist eine Seite. Woher? Oh, Schmetterlinge! Geil. Die vermalen wir gleich mal. Und dann können wir da hinten noch einen Djinn zum Leben erwecken. Vielleicht sollte ich erst den Djinn zum Leben erwecken. Kann mir dann nämlich vielleicht auch diese ich hab bald einen neuen Freund. Aufmachen. So. Hatten wir nicht noch? Neue Ohren gefunden. Huh. Da muss es das hier tun. Ich finde es nur schade, dass die immer rot sind. Ich hätte gerne noch so blaue und grüne. Aber vielleicht kommt das auch noch. Es ist ja erst das zweite Kapitel. Und plopp. Hi, na du? Das ist so ein ganz gechillter. Lass aber hier mit der Farbe anfangen. Oh, wie hübsch die Schmetterlinge sind. Ein Baum? Klar doch, Kumpel. Ein Baum willst du? So ein Baum? Oder so einen anderen Baum? Ach nee, so ein Baum willst du. Entschuldigung. Ja, dass er so Spider-Man-mäßig unterwegs ist, ist schon ziemlich cool, ja. Der ist ganz schön agil für so einen, sagen wir mal, 15-Jährigen. Ja, Fotomodus gibt's auch noch. Perfekt. Stimmt, das ist die deutsche Stimme von Spider-Man, ne? Ja, lol. Oh, er möchte eine Sonne. Ja, da kann ich doch helfen. Das wolltest du doch haben, oder? Und noch eine. Ich meine, es ist nicht die schönste Kunst, die ich jemals spielen, ne? gemacht habe. Aber Hauptsache, es leuchtet nachher alles. Dein Djinn will mit dir spielen? Los geht's. Hey, Lex! Suche in der Nähe nach einer Spielmöglichkeit. Die sind wie die Finsternis, aber ekelhafter. Aber selbst mit ekelhafter. Superfarbe kommen wir da wohl nicht durch. Da hab ich doch was von Ratio Farm. Gar kein Problem. So, zack hat dann Wald. Indem wir Verstecken spielen können. Jetzt kommt er doch hier durch, oder? Ich hab nur das Gefühl, ich habe da hinten bei dem anderen was vergessen. Ich hab keine Superfarbe mehr. Bewegen? Nein. Ein richtig ekelhafter Mann. Na, Lex? Wie geht's dir? Alles fit bei dir? So, den Zen-Typen hier haben wir noch nicht. Er kriegt auch wieder Bunny-Ohren. Oh. Nicht wann. Und ein Horn. Weil ich es kann. Interessant. Hat der mich gerade gemobbt? Der ist wunderschön, ja. Na, hallo, willkommen im Leben. Aber ob das so gut ist, dass wir die ganze Zeit hier so Viecher zum Leben erwecken, ich bin mir nicht sicher. Brauchst du Feuer? Die auch noch dauernd Feuer wollen, by the way. Du hast wirklich einen ausgezeichneten Geschmack.
Weiß nicht, ob uns das zu denken geben sollte. Okay, und jetzt? Genießt du die Wärme? Zum Glück ist Feierabend, so sieht's aus. Ach, da oben sind Lampen. Sage mir das doch einer. Mir geht's ganz okay. Ich bin schon wieder ein bisschen erkältet, aber... Dafür ist dieses Spiel hier genau richtig zum Chillen. Kann man machen. Ich weiß auch genau, wo das hergekommen ist. Hashtag Menschen, die keine Maske tragen wollen, weil sie ja nicht krank sind, aber die ganze Zeit husten. Das bringt nichts, Kumpel. Bewegen? Zu weit weg. Ich hole es näher ran für dich. Ich glaube, das ist nicht, was passieren sollte. Schade, ich dachte, ich kann mich hochcheaten. Auf jeden Fall müssen wir das irgendwie zu ihm runterbringen. Vielleicht, wenn wir ihm Schmetterlinge machen. Wie sieht das aus? Vielleicht dann. Dankeschön, Lex. Aber kriegen wir alles hin. So, kannst du das schieben? Für mich? Das wäre total toll. Ich glaube aber, das bedeutet nein. Kille, kille. Okay, er kommt aber, glaube ich, auch nicht rüber zu dem anderen. Ich muss das aber irgendwie darüber bekommen, damit sie das rote Tuch wegmachen. Die Frage ist halt nur... Oh, ein Baum? Klar doch, Kumpel. Ach, jetzt willst du auch noch einen Baum? Na gut. Will ich mal nicht so sein. Stehen zwar schon 5 Bäume, aber ich mache ihm einfach noch einen Baum. Kannst du das jetzt schieben? Wahrscheinlich nicht. Noch will ich die Tippfunktion nicht benutzen. Ich werde selber rausfinden. Vielleicht von oben. Ich komme nicht nach oben. Kann ich darauf malen? Kann ich nicht. Okay. Was ist denn jetzt der Dude hin? Du bist richtig happy. Das freut mich voll. Aber es nützt mir gerade nichts. Oh, du willst spielen? Bist du kitzlig? Will immer noch spielen. Na, dann komm mal mit. Ich meine, ich habe ihm da drüben ja einen Kumpel erschaffen. Das muss ja irgendwas wert sein. Ah, jetzt kann er da doch hinlaufen. Guck mal. Jetzt können sie sich verlieben und kleine Baby-Djinns machen. Ich wette, du bist kitzlig. Das bringt nichts, Kumpel. Zu weit weg. Ich hole es näher ran für dich. Aber wie? Habt ihr eine Idee? Er will schon wieder Schmetterlinge. Er hat Schmetterlinge im Bau. Und? Bist du zufrieden? Kinda gay, maybe. Vielleicht muss ich ihn ja auch nur alle Wünsche erfüllen. Das bringt nichts, Kumpel. Zu weit weg. Ich hole es näher ran für dich. Ich kann nicht schieben, ich kann nicht ziehen. Kann nicht draufklettern. Ich kann es nicht treten, ich kann nicht mit Superfarbe draufmalen. Vielleicht brauche ich noch eine Seite. Oh Gott, ja. Ich denke immer, ich habe einen Doppelsprung, aber ich habe keinen. Nicht rausfinden, was passiert. Keine Superfarbe mehr. Wenn ich im Wasser lande. So, es ist natürlich schlecht, dass ich die Superfarbe aktiviert habe, denn hier brauche ich sie.
Aha, okay. Dudes, gebt mir mal Farbe. Sind die, machen die jetzt schon Babys? Gebt mir mal Farbe. Okay. Das bringt nichts, Kumpel. Ja, ja. Zu weit weg. Sofort. Ich hole es näher ran für dich. Halten Sie ein. Oh, warte. Da kann ich auch nicht zeichnen. Die Ranken sind widerspenstig. Ich muss alle Lichterketten erhellen. Okay. Dann müssen wir aber nochmal zurück in die andere Hälfte, glaube ich. Wo sind denn die anderen Lichter? Ja, weil da links habe ich noch Lichter vergessen. Müssen wir nochmal zu den bösen Kindern zurück. Habe ich nicht so Bock drauf, aber... Das sieht hier bestimmt gut aus. Muss ja sein. Zum bösen Zack. Damit bin ich nicht einverstanden. Ups, da sind sie wieder. Okay, erstmal hier aufs Dach. Aber hier unter mir. Das haben wir noch nicht eingefärbt, das holen wir jetzt nach. Und dann sollten wir da hinten wortwörtlich was bewegen können. Autsch! Na, zum Glück gibt's keinen richtigen Fallschaden. So, jetzt blinkt eins davon ganz wild. In Rot. Ist das das, was wir noch einfärben müssen? Vielleicht. Was ist das da drüben? Noch eine Seite. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und das noch eine. Haben die denn nie nach Hause? Los, noch ein Versuch. Los, Haltung annehmen. Die alles schon wieder kaputt machen, die Lümmel. Jetzt bin ich leider in die falsche Richtung gelaufen. Ich hätte gerne eine Minimap, glaube ich. Das hier ist, glaube ich, nicht fertig. Die leuchten noch nicht bunt. Weil mir nicht ganz klar ist, wieso. Fehlt hier anscheinend noch was. Danke für die Superfarbe. Superfarbe? Nee, Superfarbe. Hier glaube ich nicht helfen. Hast du einen Wunsch? Honeyman? Ich glaube nicht. Ach, hier sind auch noch welche. Guck mal. Die habe ich nicht gesehen. Jetzt aber. Oh, ich finde das so schön. Ich will auch so leuchtende Wandfarbe fürs Haus. Das sieht fies aus. Allerdings sieht ziemlich fies aus. Hey Sky, na? Alles fit? Und jetzt ab auf den Fischmarkt, um ein echtes Meisterwerk zu malen. Dann gehen wir mal zu unseren Buddies. Jetzt müssten wir das bewegen können. Und dann können sie es verbrennen. Oh oh. Jetzt haben wir auch ein bisschen Randale gemacht. Kille, kille. Freunde fürs Leben. Oh, wenn man die ein paar Mal streichelt. Ich brauche zwei von euch. Ja, da ist doch noch einer. Nehmen wir doch einfach den. Ja, ich bin noch da. Könnt ihr das mal wegmachen? Oh,
Moment, ich brauche nur noch einen Gin. Okay. Die wollen mich doch verarschen gerade. Ihr seid zu zweit. Macht das mal weg. Danke. Spitzen-Teamwork, Jungs. Perfekt. Ja, das klingt doch schon mal gut. Also schlimmster Berufsschulunterricht klingt natürlich nicht so gut, aber dass er jetzt erstmal bis nächste Woche vorbei ist, das ist doch mal eine Ansage. Haben wir noch Seiten? Ich glaube, wir haben alle Seiten hier auch gefunden, oder? Sieht man das irgendwo? Wir haben einen Gin aber nicht gemalt. Das können wir so nicht stehen lassen. Muss ich leider nochmal zurück. Da geht's aber, glaube ich, zum Boss. Warte eben. Bis in 3 Wochen, ja, umso besser. Wenn das nur so selten ist, dann lässt sich das hoffentlich irgendwie aushalten. Es sind schon wieder Herbstferien, ne? Ich bin so raus aus dem Feriengame. Wenn man nicht mehr zur Schule geht und dann auch noch in unterschiedlichen Bundesländern existiert. Hä, aber den habe ich doch. Okay, egal, dann können wir zum Boss. Da habe ich mich, glaube ich, gerade selbst verwirrt. Aber bevor wir das angehen, brauche ich neuen Tee. Bin sofort wieder da und dann kommt vielleicht der erste Bossfight von Concretini. Ich weiß nicht, ob es hier Bossfights gibt. Aber zumindest machen wir dann ein Meisterwerk. Bin sofort wieder da. Bist ein kleiner Pyromane, was? Okay. Sind Herbstferien nicht eigentlich immer nur eine Woche? Weißt du, das macht ja auch jedes Bundesland anders. Wer soll da durchsteigen, wenn er seit 1000 Jahren nicht mehr zur Schule geht? Hey, Spasti. Na, haben die Djinns schon die ganze Stadt abgefackelt? Haben mich extra beeilt. Aber das sind ja richtig kleine Feuerteufel. So. Die wollen noch ein Feuerchen, dann gebe ich ihnen mal noch eins. Wie ist das hiermit? Die sollen sie auch warm haben, wenn sie kleine Djinn-Babys machen. So, wir haben alle Lichter. Ich glaube, wir haben alle Seiten. Das haben wir, glaube ich, auch alles. Wobei, es fehlt da unten ein Gin immer noch. Aber ich weiß jetzt halt nicht, welcher. Egal, ich will jetzt ein Meisterwerk machen. Mal schauen, wie das funktioniert. Das sieht ziemlich creepy aus. Ach, als ob es 2 Wochen Faschings- und Pfingstferien gibt. So und so viel feste Wochen Pfingsten. Ferien. Und dann teilt sich das auf. Ihr wisst doch, wie es läuft. Ist mir eigentlich auch egal. Ich muss nie mehr zur Schule. Will das nicht anfassen. Das sieht gruselig aus. Dann wollen wir dem Fischereihafen endlich mal richtig Farbe verleihen. Vielleicht kommt ja sogar Cecil, der Seelöwe, zurück und sieht es sich an. Ist gar nicht gruselig. Ja dann. Und? Wie ist das? Malen wir für Cecil mal ein Bild. Mein Meisterwerk. Sterne? Kein Problem. Sternfänger. Ja, wir haben für immer schulfrei. Wahrscheinlich. Ich meine, sag niemals nie. Eigentlich wollte ich noch mal zur Schule gehen, aber das hat sich schätzungsweise mittlerweile erledigt. Wehe, du niest jetzt. Kann er das wegniesen? Genau, was Sky sagt. Das ist Concrete Genie, wie du dem Titel und der Kategorie entnehmen kannst. Das ist ein ganz zauberhaftes Indie-Spiel. Ein zauberhaftes. Das ich schon ewig spielen wollte, das aber nicht getan habe.
weil ich darauf warten wollte, dass es Herbst wird. Und jetzt sind die Blätter der Bäume endlich gelb und rot geworden. Jetzt können wir es endlich spielen. Verschluck dich bloß nicht an den Kern. Ey, jetzt hat er einfach meinen Apfel aufgegessen. Was? Der ruiniert mein Meisterwerk. Hast du das so vorgestellt? Der kann doch nicht mein Meisterwerk essen. Was soll der da? Ich wusste gar nicht, dass du hierher kommen kannst. Ich dachte, du sitzt, naja, im Leuchtturm fest. Jetzt haben wir den Hafen ja Licht gemacht. Da ist ja keine Dunkelheit mehr jetzt. Oh, du kannst nur meine Meisterwerke besuchen? Sie hat Klecks gelb gemacht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Wow. Du bist wohl ein kleiner Funkensprüher, was? Elektroklecks. Na gut, dann lass uns mal weiterziehen, Funke. Es gibt noch eine ganze Menge Bilder zu malen. Schön, dich zu sehen, Luna. Mein Pinsel ist ja jetzt auch nicht mehr blau, sondern rot. Ich frage mich, ob das was zu bedeuten hat. Aber ja, worum geht's? Die ganze Welt ist in Finsternis gefallen und wir malen sie gerade wieder zurück ins Licht. Das ist essentiell, worum es geht. Mit unserem leuchtenden magischen Pinsel. Zeit für einen neuen Freund. Für den Anfang reicht's. Oh, voll gut. Jetzt werden die Gins gelb, weil Funke jetzt gelb ist. Guck mal, vorhin habe ich noch geweint, dass die alle rot sind. Und jetzt ist er einfach nicht mehr rot. Voll gut. Das wird ganz gut. Es ist richtig cute. Das war mal im PlayStation Plus drin. Als Game of the Month. Das ist doch gut. Da hab ich's einfach mitgesnackt. Ich glaube, das sieht komisch aus. Na, hallo. Aber ist wie so eine kleine Biene. So eine kleine Brummbiene. Ist die Brummbiene denn jetzt hingebrummt? Sind die bösen Kinder noch da? Ja. Ash ist ein Loser? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Menschen, die sowas an die Wand malen, sind Loser. Wo ist denn jetzt mein Freund? Ich das einfach übermalen. Stimmt, oder? Mit super Farbe. So. Wir können uns gar nichts. Ups, keine super Farbe mehr. Ich höre ihn noch, aber ich sehe ihn nicht mehr. Nani? Erstmal das ganze Geschmiere hier beseitigen. Brauche ich dafür sogar Superfarbe? Sieht fast so aus. Hast du noch welche? Okay, er kann noch einen Stromkasten bedienen. Das ist gut zu wissen. Eigentlich wollte ich nur Superfarbe von dir. Ich danke dir. Er gibt Superfarbe. Vielleicht hat er keine. Male ich noch ein bisschen drüber. Damit man diese Schludereien nicht mehr lesen kann.
Hey, der Pinselwicht! Oh oh. Aber ohne Pinsel ist er nur ein Wicht. Gib ihn mir zurück. Zwing mich doch. Ich sagte... Ja, natürlich ist er so ein Arsch, weil zu Hause alles scheiße ist. Was zum Teufel war das? Ist was passiert? Nichts. Ich... Vergessen wir diesen Versager. Mann, ich kann seinen Anblick echt nicht mehr ertragen. Es ist halt voll so Life is Strange irgendwie. Es hat voll die Life is Strange Vibes. Ich glaube aber, die können die Djinns nicht sehen. Schreck. Ich glaube, die können nur wir sehen, weil wir sie erschaffen haben. Danke. Das Dansker Wasserkraftwerk. Oma hat mir von Professor Lees Experiment mit Wasserkraft erzählt. Das ist schon lange her. Aber als es nicht funktioniert hat, haben sie den Laden dicht gemacht. Es ist schon auch ein bisschen deprimierend, ne? Kapitel 3, das Wasserkraftwerk. Cool. Endlich haben wir eine zweite Seite Landschaft. Dann wollen wir das doch direkt mal ausprobieren. Das ist so sehr süß, aber es ist auch ein bisschen traurig. Sterne? Kein Problem. Du willst Sterne? Moment. Dafür können wir doch sorgen. Guck mal, hier am Boden wächst dann auch immer so Leuchtizeug. Ein bisschen näher ran. So lang ist mein Pinsel also nicht. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Zeit zum Packen. Ich glaube, der komischste Tag war, als Mama gemerkt hat, dass man hier nirgends mehr Milch kaufen kann. Woher weiß das Spiel das, dass es Zeit zum Packen ist? Das ist ja gruselig. Ha. Ja, wobei, wie gesagt, leider ist noch nicht Zeit zum Packen, aber so gut wie. So gut wie. Kommst du her? Das gehört echt an eine Wand. Ein neuer Schwanz. Das klingt so falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Was ist denn jetzt eigentlich mein Freund? Ich hab meinen Djinn verloren. Hey, zwei auf einmal? Sachte, Kumpel. Stehen. Ah, ich hatte mich schon gefragt, wo die hin ist. Au, das geht nicht. Oh, das tut... Ich muss wohl einen anderen Weg finden. Das tut auch Was noch weh. Was geht da drüben ab? Unangenehm. Erstmal die Seiten einfangen, damit wir mehr zum Malen haben. Oh, wie schön ein Regenbogen. Kann ich den direkt mal hier loswerden? Natürlich kein Regenbogen ohne Regen und ohne Sonne. Ist ja klar, ich hoffe, ihr wisst alle, wie Regenbogen funktionieren. Les, hey! Da ist der Les wohl noch auf der Arbeit. Okay, aber wo ist denn jetzt mein Dude? Ich habe das Gefühl, ich brauche den, um weiterzukommen, weil er mir sagen muss, was ich zeichnen muss. Ist er irgendwo hier oben? Sonst können wir es vielleicht auch anderweitig rausfinden. Das wird toll aussehen.
Ah, guck mal, Whale Watching. Ja. Warum sind Indie-Spiele so toll? Ich habe Indie-Spiele einfach so mega lieb, ne? Hierfür brauche ich Superfarbe, dafür brauche ich meinen Typen. Der muss auch, glaube ich, hier den Strom anmachen. Ich finde ihn nicht mehr wieder. Er war doch an dieser Wand, oder nicht? Ach, hier ist er. Ich habe ihn ganz am Anfang verloren. Wie es manchmal so läuft. Das gefällt dir, oder? Ich habe halt auch, glaube ich, noch nie ein schlechtes Indie-Spiel gespielt. Tatsächlicherweise. Komm mit. Na komm. Wir müssen Darkness vernichten. Mit einem Planeten, vielleicht. Maybe. Hast du einen Plan? Die Finsternisranken lassen sich nur mit Lichterketten bekämpfen. Ja, aber hier ist keiner. Superfarbe ist aus. Seit denn? Ich kann das hier irgendwie abmachen. Oh, da oben ist auch so ein Stromkasten. Hat der gerade gebellt? Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre so einer, den er vielleicht anmachen kann. Aber ich fürchte nicht. Das soll wohl was bedeuten. Sie haben Angst vor einem Blitz. Ich habe ein Blitzviech dabei. What could it mean? Kann ich ihn an die andere Seite bringen? Huch. Das ist nicht, was ich erwartete, was passieren würde. Kann auch nicht mit ihm interagieren. Ach, solange Autsch. Ich nicht dieses Zeug beseitige, kann ich hier nichts machen. Was du nicht sagst. Auch ein bisschen so aus, als könnte ich hier Sachen kaputt machen. Wenn ich noch Superfarbe hätte, könnte ich das da auflösen. Oh, da ist noch eine Seite, warte mal. Vielleicht kann uns die weiterhelfen. Ja. Nein, es sind nur spiky Ohren. Aber eventuell hilft es ja, wenn wir einfach den Rest der Area beleuchten. Für so generell mehr Licht, weißt du? Ah, okay, hier brauche ich aber Superfarbe. Kann er mir noch mal welche geben? Wäre so die Frage, die sich mir da stellen würde. Dieses alte Schild könnte etwas Farbe vertragen. Das sieht doch noch super aus. Ich weiß nicht, was er will. Weil, um das übermalen zu können, brauche ich Superfarbe. Kannst du mir welche sponsern? Please? Please. Please, gib Superfarbe. Bin ich jetzt mit meinem Latein ehrlicherweise auch am Ende.
Wenn er einfach keine Superfarbe mehr rausrückt, kann ich von den anderen Superfarbe holen. Das ist ein bisschen cheaten, aber... Ah, hier habe ich noch eine Seite übersehen. Die hat mir schon immer gefallen. Noch ein Schwanz. Da ist auch noch sowas an der Wand. Rufe Jinns zu dir, um ihre Körperteile zu bearbeiten. Ach, ich kann die ja rufen. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Das soll wohl was bedeuten. Ich habe das Gefühl, dass ich an solchen Stellen... Ja, das kriege ich wohl hin. ...was zeichnen muss, was Bestimmtes. Aber vielleicht muss ich auch einfach nur... Jinns rufen. Er ist sich so gar nicht einig, ob es das ist, was wir wollten. Nein? Dann das hier? Das will ich nicht vergessen. Und ein Regenbogen. Ich weiß nicht, wie das jetzt noch hier reinpassen soll, aber okay. Das gefällt dir, oder? Aufgabe erfüllt. Aber jetzt sind sie traurig, oder? Sie sahen gerade ganz traurig aus. Es geht nichts über ein gemütliches Feuer. Okay, also anscheinend muss ich bei diesen kleinen Bildchen... Dieses alte Schild könnte etwas aufgefrischt werden. Jinns rufen... Und ihre Wünsche erfüllen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Passt perfekt. So funktioniert's. Ach, wie kreativ dieses Spiel auch einfach ist. Ah, na bitte. Viel besser. Die Entwürfe müssen perfekt passen. Okay, kein Gras. Was fehlt denn dann noch? Aber was? Okay, das war falsch. So funktioniert das nicht. Funktioniert hier irgendwie nicht. Er ist einfach der nächste Bob Ross halt schon, oder? Ich muss den richtigen Entwurf nehmen. Jetzt schnauz mich doch nicht so an, ey. Was fehlt denn da noch? Ich habe die großen Blumen, ich habe diese Blumen. Die hier habe ich, glaube ich, nicht. Vielleicht der falsche Entwurf. Ich muss den richtigen Entwurf nehmen. Funktioniert hier irgendwie nicht. Ich glaube aber, es fehlt noch was, weil sonst wäre ja wahrscheinlich was passiert, oder? Was passiert denn, wenn ich mir jetzt einen Tipp geben lasse? Nichts. Okay, cool. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich meine, vielleicht war es das auch schon, aber wahrscheinlich fehlt noch irgendwas. Ich schätze ihn so ein.
dass wenn es fertig ist, noch irgendeine Reaktion kommt. Ich muss es wohl genau anpassen. So passt's. Ach so. Finito. Ach so. Die geheime Bucht am Leuchtturm. Die Tour wollte ich schon immer mal mitmachen. Tja, die Höhlen werde ich jetzt wohl nie sehen. Ach, abwarten. Okay, jetzt habe ich verstanden, wie diese Mechanik funktioniert, aber ich hatte schon wieder vergessen, dass ich keinen Double Jump habe. Sorry, Ash. Dann zeichnen wir den mal noch, was sie gerne haben möchten. Waren das die richtigen Blumen? Schmetterlinge? Für Skizzen. Eigentlich sind ja die Djinns die richtig strengen. Du kannst sie jagen, aber tu ihnen nicht weh. Die und ihre Sonderwünsche hier die ganze Zeit. Oh, da ist noch eine Seite. Wieso sollte ich ihre Merkmale verändern wollen, wäre jetzt noch so die andere Frage, die sich mir stellt. Ja, der Junge einfach so ein richtiger Spidey, ey. Wo ist die Seite? Oh, cool. Guck mal, all die Teile. Vielleicht einfach nur, damit sie hübscher aussehen. Wenn wir neue Seiten haben. Kann ich dann auch dieses Schild hier hübscher machen? Vielleicht nicht. Aber wir waren doch an noch so einem Schild irgendwann mal, wo er meinte, hey, das könnte ein bisschen Farbe vertragen. Wisst ihr noch, wo das war? Das könnten wir bestimmt auch aufhübschen. Ich meine, ich habe jetzt meine Superfarbe, das heißt, wir kämen jetzt theoretisch auch weiter. Aber sich hier mal so ein bisschen umzugucken, kann ja nicht schaden. So viele Seiten, wie wir jetzt alleine durch diesen kleinen Abstecher hier gefunden haben. Was? Du möchtest noch mehr schmusen? Können die das aufmachen? Ich glaube, die kommen hier nicht runter, ne? Hallo? Sie können ja nur an Wänden entlang gehen. Glaube ich. Das heißt, hier an den Zäunen fallen sie raus. Okay. Dann können sie da unten wohl nicht helfen. Das ist so süß. Okay. Kehren wir mal zu unserer eigentlichen Aufgabe zurück. Ich wollte ja Superfarbe für diese Wand hier. Wenn ich mir noch nicht ganz sicher bin, was mir das mal bringt. Aber es war anscheinend richtig. Sehr gut. Dann müssten jetzt die Ranken verschwinden, dann kann er durchgehen und den Stromkasten anmachen. Nehme ich zumindest mal an. Begib dich aufs Dach, okay. Ach, hier war das, warte. Hier hat er das gesagt. Hab keine Superfarbe mehr. Irgendetwas stimmt nicht. Ja, ich kann keinen Bogen malen.
Okay, das hat nicht geklappt. Ah, scheiße, Brudi. Sieht aus, als müsste ich mich an das Vorhandene anpassen. Ja, ich kann aber leider mit dem Stick keinen Bogen zeichnen. Aber was? Ich muss es wohl genau anpassen. Ja, das ist ein ganz schöner Grummelgrießkram, Mann. Passt perfekt. So. Okay, das hat nicht geklappt. Oh Gott, das kriege ich doch niemals hin. So funktioniert's. Oh Gott. Ah, na bitte. So richtig hässlich, aber okay. Sind die Sterne jetzt hier schon mit drin oder muss ich die jetzt noch mit dran machen? Irgendetwas stimmt nicht. Sieh halt doch meinen Cursor nicht, wenn das so blinkt. Sieht aus, als müsste ich mich an das Vorhandene anpassen. Ich muss es wohl genau anpassen. Hä, was macht doch Geräusche? Warte, was ist das hier? Die Entwürfe müssen perfekt passen. Irgendetwas stimmt nicht. Ich check nicht, was er will. Okay, das hat nicht geklappt. Aber was? Sie einzeln machen ist falsch, das am Stück machen ist aber auch falsch. Wie genau stellt er sich vor, dass ich das mache? Ich denke, das ist schon richtig, sonst würde es dieses Pling nicht machen. Sieht aus, als müsste ich mich an das Vorhandene anpassen. Ja, blabbel. Okay, das hat nicht geklappt. Sieht aus, als könnten Djinns nicht durch diesen Durchgang. Okay, das ist nicht, was ich gerade wissen will, aber in Ordnung. Vielleicht fehlt uns auch doch noch was. Vielleicht gibt es noch andere Sterne. Auf jeden Fall muss unser Djinn hier hin, um das aufzumachen. Kannst du mir kurz helfen? So, kommst du rum? Oh, ich glaube, es updatet schon wieder irgendwas. Hilfst du mir? Der unten lang? Oh, guck mal, jetzt bringt er einen roten Freund mit. Das ist sehr gut. Denn den würden wir höchstwahrscheinlich auch gleich brauchen. So, ein bisschen Gras. Und ein bisschen Grimasse. Ist das ein Toter vielleicht? Was machen die anderen da jetzt schon wieder? Liebe. Ich danke dir. Okay. Achso, wir sollen ja aufs Dach, ne? Sterne. Sterne wollt ihr? Ja, Moment. Damit kann ich dienen. Sterne und ein Baum. Ist das nicht toll, wenn man jemanden hat, der einem alle Wünsche erfüllt? So absurd sie auch sein mögen. So, hier ist noch eine Seite, aber leider nicht eine mit Sternen drauf. Ich es insgeheim gehofft hatte.
So, jetzt bin ich auf dem Dach. Und nun? Müssen wir in die nächste Zone? Oder wie? Oder was? Wo bin ich denn da? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt in die blaue Zone und da die Lichter anmachen. Autsch! Wie oft ich ihm schon den Knöchel gebrochen habe. Ups. Hab dich. I'm very sorry. Aber zum Glück ist der Junge hart im Nehmen. Oh nein, da sind schon wieder Kinder. Ach, da sind sie wieder. Ich hatte ja ehrlicherweise gehofft, wir wären sie losgeworden. Hey, ich bin's! Komm schon, irgendwer muss ihn sehen! Während die da hinten suchen. Der lässt uns alt aussehen. Können wir schon mal malen? Sind jetzt weg von meiner Seite? Noch nicht. Sag mal, sind wir nicht gerade erst gestern hier gewesen? Hey, kommt und holt mich! Ich habe halt Angst, was passiert, wenn die mich erwischen. Kommt und holt mich! Ich wie ein Baby! Er belauscht uns vermutlich. Das hat mir gerade noch gefehlt. Seht ihr, wie dunkel es wird? Au. Wir haben eh was Besseres zu tun. Fand mich doch. Die tun mir weh. Das jetzt ist ja mies. Halt dich endlich. Blödes Weichei. Mist. Vielleicht ich wohl sterben kann in dem Spiel? Das wäre... Ich muss leise sein. Ja, ja. Gruselig. Hey, ich bin's. Sag dich schon, Trottel! Hey, hier drüben! Vielleicht riskieren wir es einfach mal. Nur Feiglinge verstecken sich! Halt ihr den Stress! Oh nein! Irgendwann wird er müde! Oder eingekreist. Oh oh. Hör auf! Okay, was? Jetzt dann, wir werden vermöbelt. Na toll. Alter, wie mies. Sie haben ihn einfach in den Müllcontainer gestopft. Auf den Geruch kann ich gern verzichten. Aber jetzt haben wir das zumindest auch mal gesehen. Das sind so richtige kleine Arschlochkinder. Wenn ich das mal sagen darf. In dem Fall haben sie mir aber einen Gefallen getan. Hier ist noch eine Wand, die wir einsetzen müssen. Ist nur so doof, dass ich, wenn ich die Superfarbe einmal angemacht habe, kann ich sie nicht wieder ausmachen. Das finde ich ein bisschen schade. Ups. Ups, keine Superfarbe mehr. Schatz, hey! Ja, da muss man ein paar Kinder übers Knie legen. Du wirst dringend gebraucht. Die stopfen mich einfach in Müllcontainer. So ungezogen sind die. Sie geht wahrscheinlich noch nicht, oder? Ja, doch. Oh, ich dachte, das hätte vielleicht noch keinen Strom. Ich müsste erst meinen Strombuddy holen. Aber anscheinend hat es doch Strom. Ich glaube, das brauchen wir aber erst später. Jetzt sind wir halt voll vom richtigen Weg abgekommen. Ein Buch kann nie zu viele Seiten haben. Dadurch, dass sie uns oh, da jetzt die Kunstkritiker sind zurück. Eingestopft haben. Hey, hier drüben! Hoch, besser, wir finden dich nicht. Hey, kommt und holt mich! Oh, oh. Wo ist der hin? Jetzt aber schnell. Ich wünschte, er hätte ein Turbo. Mach dich kalt, wenn wir dich finden. Der Charakter, die Stimme von Sora. Ich weiß gar nicht. Ich dachte Takato. Aber ist das Sora? Solange keinen deutschen Sora mehr gehört. Ich höre nur noch Haley Joel Osment. Wenn jemand Sora sagt. Der ist es nicht. Die vermiesen echt alles.
Nicht gut. Nein, oh Mann. Was macht ihr denn da? Bleib still. Ich hab sie nicht kommen gehört. Hey, was sind das für Arschgeigenkinder? Was ist denn los mit denen? Was haben die denn für ein Problem? Wenn ich das wäre, hätte ich denen meinen Pinsel aber schon dahin geschoben, wo die Sonne nicht scheint, Mann. Dann malen wir mal weiter. Kannst du aber glauben. Ash ist viel zu nett zu denen. Ich meine, er hat einen riesigen magischen Pinsel. Ich finde, er sollte ihn benutzen. Warum sind die denn so gemein? Keine Ahnung, weil sie irgendwelche Probleme haben. Also Zack wird wohl zu Hause von seinen Eltern so ein bisschen... Verpassen wir diesem alten Schild etwas neue Farbe. Ah. Zu Hause ein bisschen gemobbt, weil sich seine Eltern gerade scheiden lassen. Aber keine Ahnung, wieso er das an mir auslässt. So passt's. Aber der Künstlerjunge ist mal wieder Opfer Nummer 1 anscheinend. Aber was? Ach komm. Viel besser. So. Vielleicht der falsche Entwurf. Ja, ich hab keinen anderen. So funktioniert's. Sieht aus, als müsste ich mich an das Vorhandene anpassen. Passt perfekt. So funktioniert das nicht. Okay. Christian Zeiger hat nicht Zora gesprochen. Wer hat denn Zora gesprochen im Deutschen? Die schöne deutsche Kingdom Hearts Synchro wurde uns ja weggenommen. Und dann haben wir nicht mal die japanische bekommen, sondern nur die englische. Das, wenn man drüber nachdenkt... Funktioniert hier irgendwie nicht. Auch ganz schön frech. Die Entwürfe müssen perfekt passen. Das ist doch perfekt, hallo? Vielleicht der falsche Entwurf. Ich habe das Gefühl, ich kann das noch nicht zu Ende machen, vielleicht. So funktioniert das nicht. Ich glaube, das hier haben wir noch nicht. Wenn ihm das nicht gut genug ist hier... Ich muss den richtigen Entwurf nehmen. Das Ding... Dann fehlt mir vielleicht noch die Seite. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Da. Konstantin von Jascherow. Ach, der gute Mann. Finde ich aber eigentlich richtig schade, dass sie... Oh, guck mal. Dass sie die deutsche Kingdom Hearts Synchro nicht beibehalten haben. Gefangen. Oh, bläst den Mute-Knopf. Ich glaube, es gibt die deutsche Version auch nur im Original Kingdom Hearts 1 auf der PlayStation und vielleicht noch in Kingdom Hearts 2, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und ab dem Final Mix war es dann sowieso nur noch Englisch. Da war es ironischerweise auch für die Japaner Englisch. So her. Weil die Final Mixe, soweit ich weiß, in Japan auch auf Englisch rausgekommen sind. Danach habe ich schon gesucht. Also mit japanischen Texten und englischer Sprachausgabe halt. Deswegen es manche Sequenzen auch einfach nicht auf Japanisch gibt. So. Hier irgendwo ist doch noch eine Lichterkette. Eine Seite. Ich fürchte aber, meine Stimme macht es auch nicht mehr lange. Toll. Ja, da oben. Nehmen wir doch die. Allerdings habe ich keine Superfarbe mehr.
Das ist nicht so super. Zurück mit dir. Sie dürfen mich nicht sehen. So, gib mir mal ganz schnell Superfarbe. Ganz schnell. Superfarbe? Ja, bitte. Die sind so happy, dass sie mich mit Superfarbe aufladen. Nehmen jetzt da wieder hoch. Ja, das ist doch das, was wir für das Schild gebraucht haben. Perfekt. Ich kann einfach keinen Bogen machen. So. Sehr gut. Keine Superfarbe mehr. Das ist nicht so schlimm. Dann machen wir erst das Schild fertig. Oh, es gibt wohl doch Fallschaden. Ups. Okay, das machen wir dann wohl nicht so. Mann, der Junge soll sich nicht so anstellen. Das war gar nicht so hoch. Das waren nur so 10 Meter. Die kann man doch mal runterfallen. Oh. Er hat nicht so einen fragilen Eindruck erweckt. Viel besser. So, okay, aber jetzt fehlt immer noch was. Die Frage ist halt nur was. Oh, warte, das hat nicht funktioniert. Passt. So. Die Tauchtouren. Papa hat mir immer versprochen, dass ich mal eine mitmachen könnte. Wenn ich älter bin. Weil jetzt sieht man da unten wohl nichts anderes als tote Fische. Och, wie schade. Aber ich finde das voll toll mit den Schildern, die so ein bisschen Background-Story nacherzählen. Guten Morgen, Spasti. Ja, dass man bei diesem gemütlichen Game einschläft, ist aber auch nicht verwunderlich, ehrlich gesagt. So, aber jetzt fehlt mir immer noch eine Lichterkette. Ah, die hier. Ich hoffe, die Kinder sind weit weg. Gehen irgendjemand anderem auf den Sack? Idealerweise niemandem, aber wem wollen wir hier was vormachen? Als ob die nicht rumlaufen und Scheiße bauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Lichterkette geht da links noch weiter. Es liegt eher am Bus. Ja, wenn du das sagst. So. Zone 2 von 3 abgeschlossen. Jetzt muss ich aber, glaube ich, trotzdem meinen Dude noch da in den Stromkasten kriegen. Es sei denn... Das Licht regelt für mich. Nee, da kann ich ihn rufen. Okay, dann können wir noch einen neuen Freund malen mit all den tollen Teilen. Diese Gegend ist fertig. Was kommt jetzt? Die wir gesammelt haben. Richtig gut. Mal sehen, wer jetzt wohl kommt. Das ist ein Anfang. So. Ein bisschen hiervon. Oh, ein Bart. Ich kann ihm einfach ein Bart machen. Ich fürchte, da muss ich dich leider enttäuschen. Also, was ich gelesen habe, ist, dass es so 5 Kapitel hat. Also... Okay. 5 Stunden kommen wahrscheinlich schon ganz gut hin. Das ist doch kein Bart. besser nicht. Das ist doch gut. Nee, das gefällt mir nicht. Aber ein Nest. Ein Vogelnest. Oh.
Das ist voll schwierig. Stimmt, der ist Yugi. Stimmt. Wusste doch, ich kenne die Stimme irgendwoher. Also animiertechnisch. Mal schauen, wie das aussieht. Weil ich nicht so viele deutsche Anime-Synchros gesehen habe. Der Yugi. Oh, Katzenohren. Los geht's. Versuchen wir was anderes. Ja, so langsam wird es. Perfekt. Aber der kleine Yugi, nicht Yami Yugi. Yami Yugi, der eigentlich viel bessere Boy, wenn wir mal ehrlich sind. Huh. Oh, nice, Chat. Guckt euch den mal an. Kann ich trotzdem noch irgendwo ein Nest auf ihm absetzen? Warten, nicht ganz. So, jetzt aber. Perfekt. Hallo auch, ich bin Ash. Er will eine Nebula. Eine Aurora. Eine Aurora Borealis. Verzeihung, mein Fehler. Jetzt hat er mir Superfarbe gegeben, aber sollte er nicht eigentlich... Hey, hier drüben. Das hier lieber anmachen? Mach mal an. Nein, wirklich? Ach, verdammt. Ich bin halt nur gut in japanischen Seiyus, es tut mir leid. Okay, jetzt haben wir wieder so einen Wagen gefunden. Oh ja, wir müssen ja hinten an dem Schalter noch den Strom anmachen. Verstehe. Guck mal, wie wir jetzt mit ihm fahren. Oh, die kriegen jetzt alle Ohren und so einen Fuchsschwanz. Ich hoffe, das ist sich bewusst. So, weil jetzt haben wir ihn hier rüber gefahren. Ist die Frage, ob er jetzt davon wieder runterkommt, weil er muss mir hier den Strom anmachen. Beziehungsweise, nee, muss er gar nicht. Der Strom ist schon an. Und dann kann er jetzt darüber. Und dann kann ich ihn da hochfahren. Was auch immer mir das bringt, das sehen wir dann gleich. Er ist wieder Mini. Oh nein, ich habe seinen Schwanz verloren. Aber er spricht Aigamin Yu-Gi-Oh! Darkside of Dimensions. Das habe ich noch nie gehört. Ist das eine spätere Staffel oder ein Spin-Off? So, jetzt kannst du das hier anmachen. Aber natürlich nicht umsonst. Im Leben kriegt man nichts geschenkt. Dann müssen wir unseren magischen Pinsel für ihn schwingen. Und das klingt so falsch. Ein Film. Okay, ja, bei den Yu-Gi-Oh! Filmen bin ich komplett raus. Dann komm gut nach Hause, Spasti. Hau rein. Alter, wie viele will er davon? Und? Wie ist das? Mehr? You want more? Regnet es? Noch nicht. Wobei doch, eigentlich. Nino aus Miraculous Ladybug, deutscher Nagisa, deutscher Hinata. Ja, deutscher Hinata hatten wir schon. Aber wir haben Haikyuu ja nicht... Wobei, wir haben Haikyuu kurz auf Deutsch gesehen. Komm schon. Aber wer war denn nochmal Nino? Bis später, Spasti. So, jetzt brutzeln wir die bösen Jungs erstmal. Schade, leider haben sie keinen Schlag bekommen. Hey, du bist doch nicht aus Zucker, mein Lieber. Der ist free. Nehme ich mal an. Wo wir ja gerade erst Zoos gehabt. Das kann Aerie ja vielleicht bestätigen. Okay, sind die jetzt weg? Ich glaube schon. Will ich wieder in einen Container gestopft werden. Das Traurige ist, es hätte bestimmt eine Trophäe gegeben. Für nicht in die Mülltonne gestopft werden. Ach, der Turtle-Typ, ich erinnere mich.
Srabbe. So, was ist sein Bubu? Die Yamato-Route? Okay, wieso sind hier alle Eltern geschieden? Ich bin auch Scheidungskind. Ich laufe trotzdem nicht rum und mobb andere Kinder. Lasst uns abhauen. Haben die da Mofas? Das bringt doch nichts. Wir sehen uns, Freak! Oh boy. Was für kleine Arschkrampen. Vielleicht sind sie deshalb so fies. Das macht's aber auch nicht besser. Kann es nur nochmal betonen. Uff, hier brauche ich eine Menge Superfarbe. Vielleicht fangen wir erstmal hiermit an. Finsternis oder Verzweiflung? Ich glaube, Professor Lee hatte die richtige Idee. Both, I guess. Darkness or despair. A little bit of both, maybe. Sieht aus wie eine Art elektrischer Gabelstapler. Dann rufen wir erstmal einen Freund. Interessant. Verdammt, jetzt kann ich... Dann gehen wir es anders an. Keine Ohren machen, weil er zu groß ist. Es muss ja ein kleiner Freund sein. So. Okay. Ich brauche Superfarbe, um das zu beseitigen. Was du nicht sagst. Hallo, Kumpel. Deswegen machen wir uns einen Freund, damit uns die Superfarbe idealerweise nicht ausgeht. Hey, pass auf! Hey, komm mit meinem Gabelstapler wieder. Du hast nicht gedacht. Erstmal gecrashed. Super. Richtig gut gemacht. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihm Bandicoot-Ohren gegeben. Wenn ich gewusst hätte, dass er losrennt und den Gabelstapler erstmal in die Wand fährt. Erwischt. Oh Mann. Was ist da los? Aber jetzt erstmal Schritt für Schritt hier. Hey, der Donner hält ja gar nicht. Das ist ja beschiss. Null Superfarbe übrig. Ärgerlich. Vielleicht kommt das aber regelmäßiger runter. Muss mal gucken. Ja, sonst ist die ja leer, die Wand. Lust zum Spielen? Oh hey, hast du super Farbe für mich? Bist du plötzlich? Ja. Eine Ratte. Nee, eine Katze. Hey, Kätzchen. So, warte, das ist eine große, große Katze. Kann sie aufstreicheln? Oh, Kiri ist auch im Spiel. Oh, wie süß. Noch nicht so flauschig. Man kann nie genug super Farbe haben. So sieht's wohl aus. Und so ein Ding will er auch noch haben. Das wolltest du doch haben, oder? So Totem. Damit er und seine Katze hier richtig happy sein können. Das Spiel ist halt bis auf die Mobberkinder und das wird bestimmt ein Happy End haben. Halt auch so unendlich wholesome, Mann. Da kann ich noch nicht malen. Ich brauche etwas Superfarbe. Ich komm nicht drauf klar. Zeit für etwas Frühjahrsputz. So, das leuchtet auch. Huch, da raidet die Lisa. Hallo, hallo, ihr Süßen. Na? Erstmal ein Raid-Hype für euch.
Wie geht's? Wie steht's? Wie war euer Stream? Okay, der kommt jetzt auch mit. Sehr gut. Guck mal, der macht direkt meinen Pinsel wieder voll. Das kann man so zweideutig deuten hier. Da kommen die Raider reingeradet. Und bestimmt müssen die armen Kinder jetzt Werbung gucken. Hm. Du fährst nicht mehr, Bleifuß. Kann das jemand klippen? Oh Gott. Wieso ist dieses Spiel so fantastisch? Aber wo er recht hat, wer direkt erstmal einen Unfall baut, muss ins Fahrsicherheitstraining. Führt kein Weg dran vorbei. Ist wie im echten Leben. Nee, warte mal. Diese Sterne. Wie sieht das aus? Noch kein Internet, wie frech. Aber hi, ihr Süßen. Ich war euer Stream. Was habt ihr angestellt? Habt ihr auch so ein wundervolles Wholesome-Spiel gespielt? Wahrscheinlich Animal Crossing, oder? Stell dir mal vor, man ist hier Sub und hat Werbung. Krass, oder? Die wollen ja jetzt noch neue Audio-Werbung reinmachen. Super. Dass du den Stream noch sehen, aber nicht mehr hören kannst. Ja, vielen Dank auch. Das ist wieder so Twitch. Kannst du nicht. Okay, hier muss er aber auch noch Strom drauf machen. Kann er einfach herkommen? Ich bin hier. Ich weiß nicht, ob die Wand da durchlässig ist. Ne, hier kann er nicht durch, glaube ich. Oh, ich glaube, es ist ein Rätsel. Oh, Animal Crossing. Sehr gut. Wir müssen auch demnächst eigentlich mal wieder Animal Crossing, ne? Mit dem Update. Aber ich habe Angst davor, Animal Crossing wieder anzufangen. Dann spielen wir wieder nichts anderes mehr. Was heißt das? Das gucken wir uns gleich an. Hä? Eben war hier doch noch eine Seite. Ihr habt sie auch gesehen, oder? Ist die wieder abgehauen, die Lümmelseite. Ein Apfel. Das hat kurz gedauert. Hey, hier bin ich. Ich weiß gar nicht, ob die da hochkommen überhaupt. Nachdem er da seinen Unfall gebaut hat. The fuck? Was habt ihr angestellt? Wieso hat's so gerumpelt? Weil er das hier bewegt hat. Ah, weil jetzt auf allen Strom drauf ist. Aber er muss trotzdem noch auf die andere Seite Strom machen. Ich weiß halt nur nicht wie. Ich habe das Gefühl, ich muss mir noch so einen Freund malen. Oder den anderen holen. Hatte ich hier nicht noch so einen gelben Typen irgendwo? Weil hier müssen wir auch Strom drauf machen. Aber ich glaube, der andere Gelbe war im anderen Gebiet. Ich weiß nicht, ob ich den hier rüberholen kann. Der Brücke eher nicht. Wie machen wir das denn dann wohl? Schwierig. Da oben lang. Nee, ne, da ist ja Stacheldraht. Aber vielleicht. Oh je, Autowerbung. Was ist das da drüben? Aufregend. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich dachte, ich könnte vielleicht so da drüben aufs Dach kommen. Die roten Typen bringen mir ja ehrlich gesagt nichts.
wollte ich einen Tipp haben, aber jetzt will mir das Spiel keinen Tipp mehr geben. Das verstehe ich. Komm schon. Können die das hier vielleicht kaputt machen? Ich glaube es zwar nicht, aber ein Versuch ist es wert. Nee, anscheinend nicht. Aber hattet ihr einen chilligen Stream, ja? Nachmittagsstreams sind einfach so chillig. Not gonna lie. Oh, warte mal, ich kann da nach oben. Vielleicht. Hier ist ja noch Bubu-Kram, aber ich weiß nicht, ob ich den wegmachen kann. Glaube nicht. Ich glaube, das muss das Licht gleich erledigen. Dann habe ich keine Ahnung, was ich hier machen muss. Also schon, aber nicht, wie ich es hinkriege. Der ist übel, ne? Ich habe gerade auch auf die Uhr geguckt, weil ich schon mega... Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Weil ich auch schon mega Hunger habe wieder. Und ich so, oh ja, weil wir schon 2,5 Stunden streamen. Das erklärt's vielleicht. Nee? Ach, warte, du willst das hier. Verzeihung. Worauf habe ich denn Hunger? Gute Frage. Ich habe immer Lust auf Schinkennudeln. Dann guten Hunger, Lisa. Haut rein und Grüße an den Hauptator. Ja. So. Jetzt musst du aber, glaube ich, noch hier runter. Nur noch zwei. Nur noch einer. Und Explosion! Oder auch nicht? Na, nie. Hallo. Ist doch jetzt überall Strom drauf, oder nicht? So, jetzt aber. Ist da jemand? So. Das Licht kehrt zurück. Aber die Dunkelheit ist noch nicht ganz weg. Na gut. Dann müssen wir hier wohl noch ein bisschen fleißig sein. Oh oh. Ich kann nicht hochklettern, ehe ich mich um diese Ranken gekümmert habe. Was hast du da? Lass mich mal sehen. Ist noch eine Seite. Lass mich die Seite holen. Schon wieder diese... Nein. Los jetzt! Nein. Gib mir die Seite. Gib mir wenigstens die Seite. Sein Pinsel krieg ich. Ich hab ihn. Scheiß hast du. Lauft. Er kann uns nicht alle abhängen. Bis später. So. Okay, jetzt müssen wir hier noch 4 Lichterketten anknipsen. Dann fangen wir doch mit der hier mal an. Jetzt haben wir auch alle Dinger, die wir hier brauchen. Also vielleicht haben... Vögel gefehlt auf dem Schild. Vorhin, dass ich nicht zu Ende malen konnte. Oder konnte ich? Doch, ich konnte es zu Ende malen. Vergesst, was ich gesagt habe. So, das leuchtet. Was geht da drüben ab? Ich weiß nicht, ob dafür einer in der Wand sein muss. Ich hab schon wieder vergessen, wie die Mechanik funktioniert. Guck mal. Du weißt, was du willst, hä? Huh?
Okay. Oh oh. Ach, die schon wieder. Schon wieder der Freak? Weißt du, mich nennen die Freak? Aber das sind die Geistesgestörten, die mich hier die ganze Zeit hinterherrennen und mein Leben zur Hölle machen. Zu langsam. Was ist wohl freakiger? Einfach friedlich ein paar Bilder malen oder einem anderen Menschen das Leben zur Hölle machen? Ja, versteck dich besser. Jetzt konnte ich das nicht zu Ende malen. Wenn wir dich erst in die Finger kriegen. Ich verstehe halt auch nicht, wieso die mich so hassen. Ich habe denen legit nichts getan. Ich habe nur da gesessen und mein Brot gegessen. Okay, das mir meine Mami geschmiert hat. Vielleicht haben sie damit ein Problem. Aber da kann ich doch nichts dafür, dass die keine Mami haben, die sie liebt. Ich könnte mir vorstellen zu wissen, wieso das wohl so sein könnte. Au. Was ist vielleicht, das? Weil sie Ash the Trash überall hinschmieren. Vielleicht will deshalb ihre Mama ihnen kein Brot schmieren. Ist aber nur so ein Gedanke. Ne? Ich würde denen auch kein Brot schmieren. Das Gefühl, wir müssen hier noch um die Ecke. Da brauche ich super Couleur. Ich hab noch genug. Nein, das muss ich mit Superfarbe beseitigen. Oh, ich kann das nicht machen. Wenn das nicht voll ist, das ist doof. Na gut. Müssen wir gleich mal noch einen Dude rufen. Hey, hier bin ich. Wo sind denn alle meine Dudes eigentlich? Oh oh. Hunger. Oh Mann. Die kommen da nicht um die Ecke rum, aber ich brauche die. Ich kann Fisch nicht ausstehen. Okay, das ist ein bisschen risky. Hallo. Ich eine ganze Armee mittlerweile habe. Bitte, du bist kitzlig. Könnt ihr mir mal Superfarbe geben? Danke für die Superfarbe. Danke. Fang mich doch! Schnapp ihn! Das hat mir gerade noch gefehlt. Oh oh. Er kann uns nicht oh oh. Nein! Ihn! Ach, die dämlichen Finsternisranken. Ich will die kleine Memme fertig machen. Nein, nicht mein Pinsel. Ja, was? Mehr. Ja, schau, lass mich in Ruhe. Die haben meinen Pinsel geklaut. Oh, Alter, ich würde die so übers Knie legen. Die gehen mir so dermaßen auf den Sack. Wie kann man denn so scheiße sein? Du bist ein Möwenkacker, Bruder. Ey, was ist denn dein scheiß Problem? Das macht mich langsam echt wütend, Mann. Mit denen nicht. Jetzt haben die meinen Pinsel. Wie soll ich den denn jetzt wieder kriegen? Mann, die sind überall. Oh nein, sie haben mich entdeckt. Was für ein Feigling. Ey, wer ist hier der Feigling? Bruder, ihr seid 6 gegen 1. Bleib stehen! Werfen mit Steinen. Rafft euch mal. Haltet ihn fest! Okay, wie komme ich jetzt hier weg? Trottel, wie du verdienst. Dann halt nächstes Mal. Das ist ja schon kriminell. Die rasten ja einfach komplett aus.
schubsen, stopfen mich in Müllcontainer, klauen meine Sachen, zerreißen mir mein Kram. Ich glaube, es hackt, Alter. Hey, ich bin's! Ich hoffe, sie kriegen jetzt einen Stromschlag und sterben. Kommt und holt mich! No joke. Hey, ich bin's! Oh nein! Haltet ihn fest! Warum kann er das nicht wehren? Halt ihn auf! Der hat nicht uns noch! Habt ihn! Ich bin in der Mütze! Ich hab ihn! Oh. Guck mal, wie viele das sind. Und ich bin einer. Ich bin ein kleiner Junge, ja. Und die rasten so dermaßen aus. Die haben halt richtig den Schuss nicht gehört, Mann. Das war wieder nicht genug. Ich sitze dauernd in der Falle. Kein schönes Gefühl. Das hat mir gerade noch gefehlt. Oh, die haben mich schon wieder entdeckt. Das gibt's doch nicht. Ziemlich schnell. Da müsst ihr schon schneller sein. Ich will die kleine Memme fertig. Oh nein! Na los, fangen wir ihn! Haltet ihn fest! Ich glaube, ich muss halt wirklich immer nach oben abhauen, weil die nicht nach oben können. Cool. Die nur so kleine Plebs sind, die mit Stein schmeißen, aber sonst nichts können. Uff. Könnte der letzte Teil des Spiels aber echt anstrengend werden. Wenn die jetzt so dermaßen aggressiv vorgehen. Verfolgen die mich etwa? Ich bin hier. Ja, doch, würde ich ja gern. Wenn die mich nicht ständig zusammenschlagen würden, wäre ich vielleicht schon fertig. Okay, ich muss auf die andere Seite von dem Ding hier. Spiel, so sei doch mal besser! Das war bisher voll chillig und jetzt rasten die aber aus. Jetzt sind die wegen irgendwas richtig mad auf mich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal wieso. Kann ich tricksen? Du musst vorher schon auch ein bisschen vor denen weglaufen, aber halt nicht die ganze Zeit so krass. Hier sind die übelst aggressiv gerade. Okay, und jetzt noch da drüben. Ich glaube, ich sehe es. Aber da komme ich immer nicht hin, ohne dass die direkt ausrasten. Ich meine, ich finde es an sich auch gut, dass es quasi eine, ich nenne es jetzt mal doof gesagt, Levelkurve gibt. Und es auch ein bisschen anspruchsvoller wird, aber Halleluja. Vor allem raff ich nicht, wieso das hier nicht angeht. Ach, weil ich da die Wand vergessen habe. Gut. Au. Schön, dass wir drüber geredet haben. So. Mal gucken, ob uns das die Kids vom Leib halten kann. Dann würde ich sagen, machen wir noch das Kapitel fertig. Und den Rest machen wir dann nächstes Mal. Das scheint mir ein ganz guter Plan zu sein. Gut, die Ranken sind schon mal weg. Das heißt, ich muss wahrscheinlich... Cool, ich kann ein Meisterwerk malen.
weiter hoch für mein Meisterwerk, ha? Ich meine, das Gute ist, du wirst ja auch nicht bestraft, du verlierst ja essentiell keinen Progress, wenn die dich in die Mülltonne stecken. Das macht mich halt nur so wütend. Hey! Das macht mich drüben. Einfach nur wütend, wie scheiße diese Kinder sind. Hey, kommt und holt mich! Und ehrlicherweise mit Recht, wie ich finde. Kommt und holt mich! Fand mich doch! Ach, die können da nicht durch, weil da ein Zaun ist. Okay. Ja, du kannst die halt so weglocken. Musst es halt nur clever anstellen. Okay, dann wollen wir mal. Dann geht's eigentlich. Oh Gott, klettern wir jetzt wirklich hier hoch? Das ist eine gute Idee. Während da Kinder sind, die uns mit Steinen beschmeißen? Ich bin mir nicht so sicher. Oh, da geht's aber weit runter. Mhm. Oh, beinahe schiefgelaufen. Mir ist langweilig. Ja, dann kauf dir doch ein Videospiel. Mann. Oder bessere Freunde. Eins von beidem. Alter, ich hab Angst. Wow, was für eine Aussicht. Scheint, als hätten wir dafür gesorgt, dass sich diese Finsternis zurückzieht. Es wäre cool, wenn ich überleben würde und auch was davon hätte in Zukunft, ne? Aber nur so ein Gedanke. Autsch! Alter, dieser Junge, ne? Okay, mein Kumpel ist aber bei mir immerhin. Danach habe ich schon gesucht. Noch eine weitere Skizze gefunden. Mein läuft schon gut eigentlich. Wenn die Idioten nicht wären. Ist hier noch eine Seite? Nee, aber so ein Bild. Was geht da drüben ab? Ich habe allerdings keine Ahnung, was das darstellen soll. Darf es ein bestimmter Look sein? Okay, er will aber auf jeden Fall mal die Dinger hier. Glaube ich. Nee, gar nicht. Warte, sind die hier? Nee? What do you want? Regenbogen? Hab es. Okay. Das war jetzt ein bisschen... Hier mit der Superfarbe. Das war jetzt ein bisschen vage. Aber wir haben's hinbekommen. Eieiei. So. Hey, Buddy. So immer weiter hochgehen finde ich aber auch nicht so gut. Ich sehe uns da schon runterfallen. Aber nicht ohne vorher... Hey, nicht die Möwen ärgern. ...ein Meisterwerk gezeichnet zu haben. So, hier kommen sie hoffentlich nicht an mich ran. Die Finsternis auslöschen und das Wasserkraftwerk verschönern? Was der alte Professor Lee wohl dazu sagen würde.
er möchte das hier. Das sind ein bisschen viele Wünsche auf einmal. Kann einfach keinen schönen Bogen. So. Tis the best I can do. Spüre den Donner. Oh nein, ich habe ihn geblitzdingst. Das ist nicht, was ich wollte. Upsi. Dann vollenden wir mal unser letztes Meisterwerk für heute. Hoffe, es gefällt dir. Volle Kraft voraus. Kannst einfach auch so chillig Trophäen sammeln in dem Spiel, ne? Das belohnt dich an jeder Ecke. Und Luna ist auch wieder da. Gar nicht schlecht, oder? Sie kann ja nur in unsere Meisterwerke. Wenn ich noch ein zweites Meisterwerk dieser Größe fertigstelle, wird die ganze Stadt erhellt sein. Dann muss sich keiner je wieder Sorgen wegen dieser Finsternis machen. Das klingt aber fast so, als wäre es nur noch ein Kapitel. Hoho! Du musst wohl Dampf ablassen, was, mein Kleiner? Aber jetzt haben wir den Blauen vom Anfang. Okay, okay. Das habe ich doch gar nicht so gemeint. Du bist nur... naja, so wild herumgewuscht. Wusch. Klingt gut. Dann sehen wir mal, was unser nächstes Ziel ist. Oh, sieht so aus, als stehe ich durch die Kanäle. Luna? Alles in Ordnung? Are you sick? Are you sad? Moment, du willst, dass ich zurück zum Leuchtturm komme? Ich dachte, ich soll den Rest der Stadt durch Farbe wieder erwecken. Oh nein, irgendwas ist passiert. Verstehe. Du bist einsam. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Okay? Vielleicht sollten wir das als nächstes machen. Aber wir haben ja ganz am Anfang diese vier Bilder eingefärbt. Den blauen, den gelben und den roten Djinn. Beziehungsweise den roten, den gelben und den blauen Djinn. Und dann Luna. Also, Luna hat dir einen neuen Elementargeist gegeben. Wusch! Male deinen ersten Wind-Djinn. Okay, das machen wir dann wohl noch. Ich frag mich, wer das wohl ist. Totoro! Es ist einfach Totoro. Das wird ganz gut. Nein, nein, nein. Das wird ganz gut. Kann ich dem auch einfach zwei Schwänze machen? Gewagt. Ich hätte gern mehr hiervon, muss ich ehrlich sagen. Ja, die Münder, das hat irgendeine Serie aber auch mal so gemacht. Das erinnert mich so krass an was, aber ich komme einfach nicht drauf. Gut siehst du aus. Ich komme einfach nicht darauf, was es war. Oh nein, jetzt habe ich das Flubbel nicht weggemacht. Ups. Hat er da so ein Flubbel am Kopf. Das tut mir sehr leid. Ah, da ist eine blaue Plane. Die kann er wegmachen. Huch, da wurde ich weggejietet. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Anscheinend. Dann geht's wohl doch im Kanal weiter. Klettern wir noch. Und ich versuche einen Punkt zum Aufhören zu finden, aber das Spiel gibt mir keinen. Das Spiel so, nein. Spiel mich einfach durch. Ich hab so einen Hunger.
Aber hier ist noch eine Zeitung. Ölunglück. Au. Oh. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Oh, das erklärt's vielleicht. Wenn Öltanker gekentert ist, das war ja eine Hafenstadt früher. Und das Öl quasi die ganze Stadt verseucht hat, dann ist klar, dass du hier keine Fische mehr fangen kannst. Demnach eine Fischerstadt keinen Sinn mehr hat und nicht überleben kann. Weswegen dann die Leute alle weggezogen sind. Und arbeitslos geworden sind, wahrscheinlich auch. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Willst du mich verarschen? Her jetzt. Ist die Seite weggelaufen? Zwei auf einen Streich und dann ersoffen. Wenn das nicht... Das Wasser ist eklig. Wenn das nicht perfekt gelaufen ist, weiß ich auch nicht. Ih, Ratten. Diesmal wirklich. Nein, er hat Angst. Ängstlicher Djinn. Oh mei. Dann muss er erstmal mit einem Blatt getröstet werden. Du hast echt guten Geschmack. So. Hui! Alles wieder gut. Okay, Verstecken ist vorbei. Und noch eine Seite. Ich habe nur das Gefühl, dass wir nicht alle Seiten haben. Also vielleicht doch hier. Aber ich glaube, im Fischereihafen haben wir eine Seite vergessen. Oder sogar 6 Seiten. Weil wir nur 3 von 4 und 10 von 15 haben. Naja. Oh, vielleicht ist der Leuchtturm aber wirklich, also die Kanäle wirklich das Ende. Oder sie spoilern nicht. Hätte ich vielleicht vorher mal durchblättern sollen. Es wäre ja auch doof, wenn sie das spoilern würden. Oh, oh. Was ist los, Ash? Hast du etwa zugenommen? Bea. Du hast was verloren. Okay, warum ist sie böse? Weil ihr Vater im Gefängnis ist? Habe ich das gerade richtig gesehen? Hey, entwischt uns! Wie? Wieso hast du ihn nicht aufgehalten? Oh. Hey, alles in Ordnung? Ja. Das sah schon ein bisschen Mann, so aus, ne? Das war sicher hart für Beatrice. Manchmal vergesse ich, wie gut ich es bei meinen Eltern habe. Als hätte sie ihren Vater im Gefängnis besucht oder so. Das ist halt schon echt hart. Mädchen folgt, wenn es so weitergeht, leider ja. Oh, guck mal. Hier ist noch ein Tagebuch. Na, dann machen wir noch ein bisschen Vorlesestream, würde ich sagen. Was für ein Tag. Der Tag heute ist definitiv nicht so verlaufen, wie ich gedacht hätte. Alles begann damit, dass diese Fieslinge mein Skizzenbuch zerfetzt und mich zum verfluchten Leuchtturm geschickt haben. Ich gebe zu, dass ich schon irgendwie Angst hatte, aber stattdessen habe ich dort Luna getroffen, einen magischen Pinsel bekommen und die Fähigkeit erhalten, Denska wieder Leben einzupinseln. Wie? Indem ich die widerliche lila Finsternis entferne und überall wunderschöne Kunstwerke erschaffe. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Das war Kapitel 1, der Leuchtturm. Kapitel 2, der Fischmarkt. Als erstes muss ich den Fischmarkt säubern. Als kleines Kind habe ich hier viel Zeit verbracht. Ich wette, dass meine alten Kreideschmierereien noch immer da sind.
Der Fischmarkt war immer so laut und voller Menschen. Es war schön, wie es da gewuselt hat, auch wenn mich alle ständig aus dem Weg geschubst haben. Und Cecil, der Seelöwe, war natürlich das Highlight, wenn er zu Besuch kam. Er kam ja leider nicht zurück, damit habe ich ein bisschen gerechnet. Aber vielleicht, wenn wir die ganze Stadt gesäubert haben. Dann hat der Ölteppich alles kaputt gemacht. Und schon bald ist einer nach dem anderen aufs Festland geflohen. Selbst Cecil scheint seinen Platz hier aufgegeben zu haben. Aber ich werde nicht weglaufen. Kapitel 3. Meine Djinns. Ich kann immer noch nicht fassen, was hier passiert. Die Djinns sind echt unglaublich. Ich wünschte nur, ich könnte verstehen, wie das alles möglich ist. Ich meine, die sind wirklich lebendig. Und nicht nur das, sie sind auch noch extrem hilfsbereit. Sie brennen Hindernisse nieder, geben mir Superfarbe, wenn ich sie brauche. Ohne ihre Hilfe könnte ich Denska kein neues Leben einhauchen. Ach und Klecks, falls du mal einen Blick in mein Tagebuch wirfst, du bist auch ziemlich cool, okay? Wie er anscheinend kein Problem damit hat, dass andere Leute sein Tagebuch lesen, dann können wir ja weitermachen. Die Fieslinge. Ich wünschte, ich müsste mich nicht mit diesen Fieslingen rumschlagen. Die waren schon schlimm genug, als ich einfach nur hier in Denska abhing und mich um meinen Kram gekümmert habe. Aber jetzt, wo ich was bewirken will, werde ich ihnen wohl immer wieder über den Weg laufen. Es wird also noch schlimmer. Gut. Chuck ist der schlimmste von ihnen. Ein großer Schlägertyp, der immer das Sagen haben will. Ich glaube sogar, dass Beatrice mal die Anführerin war, aber jetzt hat Chuck das Kommando übernommen. Janie ist seine kleine Schwester, aber sie ist fast genauso übel. Zack mag nicht der cleverste sein, aber ich glaube, er ist der fieseste. No! Und Froggy? Kommt mir so vor, als würde er einfach nur den Kopf in den Sand stecken und sich mitschleifen lassen. Wenn sie sich nicht alle auf mich stürzen würden, wäre Froggy wohl der Leidtragende. Ich muss ihnen aus dem Weg gehen. Vielleicht kann ich mich auf den Dächern verstecken, wenn sie in der Nähe sind. Klettern scheint ihnen nicht so zu liegen. Mein erstes Meisterwerk. Das erste Meisterwerk zu vollenden, das war gigantisch. Ich hätte nie gedacht, mal auf einer so großen Leinwand malen zu dürfen. Und es war so ein tolles Gefühl, als Luna es sich angesehen hat. Die Djinns wissen wohl, wo die besten Orte für solche Meisterwerke zu finden sind. Die Orte haben bestimmt eine wichtige Bedeutung. Vielleicht sind das die Stellen in Denska, wo ein wenig Schönheit und Kreativität am meisten bewirken können? Ich muss jedenfalls wohl noch mehr dieser Meisterwerke vollenden, um Denska wieder lebendig zu machen. Ist vermutlich leichter gesagt als getan, aber ich werde mich von nichts und niemandem aufhalten lassen. Funken-Djinns. Mein neuer Freund ist ganz schön geladen. Mit dem neuen Elementargeist auf meinem Rucksack, ich habe ihn Funke getauft, kann ich Funken-Djinns erschaffen, weil Dinge zu verbrennen wohl nicht immer die Lösung ist, schätze ich. Die neuen Djinns können mir dabei helfen, Maschinen zu betreiben, elektrische Tore zu öffnen und wer weiß, was sonst noch alles. Hoffentlich verpassen sie mir dabei nur keinen Stromschlag. Eine ganze Seite nur für Zack. Das ist voll toll. Ich hätte hier vielleicht früher nochmal reingucken sollen, aber ich war vom Gameplay so fasziniert. Als Zack und ich den Pinsel gleichzeitig angefasst haben, ist etwas Merkwürdiges passiert. Ja, das nennt man Pubertät. Ich habe etwas gesehen, oder besser gesagt gefühlt. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das real war, aber es hat sich auf jeden Fall real angefühlt. Konnte ich irgendwie in Zacks Vergangenheit blicken? Und hat er es auch gesehen? Wie sich seine Eltern vor ihm angeschrien haben? Irgendwas hat ihn ziemlich mitgenommen, das ist klar. In dem Pinsel steckt wohl noch viel mehr, als ich erst dachte. Pubertät, sage ich ja. Die Theorien des Professor Lee. Bevor ich überhaupt auf der Welt war, hatte Professor Lee bereits die Idee, Wasserkraft zur Energiegewinnung zu nutzen. Aber nicht etwa durch einen Damm oder einen Wasserfall. Nein, durch die Kraft des Ozeans. Er konnte so viele Leute von seiner Idee überzeugen, dass sie angefangen haben, mitten in der Stadt ein Kraftwerk zu errichten. Aber irgendwann müssen sie zu der Erkenntnis gekommen sein, dass es nicht funktionieren würde. Der Professor war seitdem nur noch eine Witzfigur hier. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Professor Lee fest davon überzeugt war, dass die Finsternis, die sich über Denska ausgebreitet hatte, eine physische Manifestation der negativen Emotionen aller Einwohner sei, die durch das Ölunglück und die plötzliche Arbeitslosigkeit aufkam. Natürlich hat ihm dieses Mal niemand mehr Beachtung geschenkt. Der Professor mag mit seiner Theorie zur Wasserkraft falsch gelegen haben, aber ich denke, bezüglich der Finsternis hatte er recht. Guck mal, muss ich gar nicht fragen? Beantwortet mir das Spiel sogar. Chuck und Janie. Ich hatte wieder eine dieser furchtbaren Visionen, als Chuck und Janie meinen Pinsel berührt haben. Ich habe mir das definitiv nicht eingebildet.
Ich habe wirklich in ihre Vergangenheit geblickt. Und das war nicht wahllos. Es waren echt üble Erinnerungen. Wie der Tag, an dem sich ihre Eltern getrennt haben. Sie waren noch so klein. Ich bin froh, dass ich das nie erleben musste. Ja, ja. Einsame Luna. Ich kann mittlerweile echten Fortschritt sehen. Denska ist jetzt wieder viel bunter und die Finsternis wird zurückgedrängt. Aber ich darf jetzt nicht nachlassen. Es gibt noch so viel zu tun. Es hat mich ein bisschen traurig gemacht, als ich gemerkt habe, dass Luna sich im Leuchtturm einsam fühlte. Ich will sie besuchen, aber ich muss die Finsternis weiter zurückdrängen. Vielleicht schaue ich mal kurz beim Leuchtturm vorbei, bevor ich Denska wieder verschönere. Ob wir das wohl machen sollten? Ist das vielleicht ein Hint auf so eine kleine Sidequest oder so? Mächtig Dampf. Wow, dieser neue Elementargeist hat echt was auf dem Kasten. Mit Wusch wird zwar alles weggepustet, aber die Windjins, die ich damit erschaffen kann, können mir in den Kanälen bestimmt behilflich sein. Die Fieslinge werden mich da unten wohl auch eher in Ruhe lassen, solange sie mich nicht sehen. Beatrice. Uff, das war bislang die heftigste Erinnerung. Der Vater von Beatrice war im Gefängnis, als sie noch ein Kind war? Wie muss sich das wohl angefühlt haben? Wie oft sie ihn wohl gesehen hat? Konnte sie ihn überhaupt jemals umarmen? Ich mag diese Kinder nicht und wie sie mich behandeln schon gar nicht. Aber ist es dann komisch, dass sie mir gleichzeitig leid tun? Nein, das zeigt eigentlich nur, dass er ein viel besserer Mensch ist als die Kiddos. Okay, das waren ziemlich interessante Einblicke. Oh, und das sind, glaube ich, diese kleinen Zeichnungen, oder? Da haben wir auch erst 4 von 20. Da muss ich wohl noch ein bisschen fleißiger sein. Meine Djinns. Oh Gott, hier können wir sie in all ihrer Pracht immer wieder ansehen. Okay. Und eine Galerie gibt es auch noch. Oh, wie schön das Artwork einfach ist. Das hat voll was von Twevi. Okay, hier sieht man nochmal die ganzen Merkmale. Hirni, Riley, Druide, Gumbi. Er hat ihnen allen Namen gegeben. Mob. Das ist ziemlich süß. Aber andererseits fehlen uns ja auch noch ganze 2 Seiten Landschaft. Also ich würde schätzen, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, wir sind jetzt auf der Hälfte. Deswegen ist es, denke ich, auch eine gute Idee, wie gesagt, jetzt hier dann gleich den Break zu machen. Und dann haben wir beim nächsten Mal auch nochmal so 2,5-3 Stunden. Aber das ist so ein tolles Spiel. Ich bin ziemlich hart verliebt, muss ich sagen. Ich bin ziemlich hart verliebt. Ja, aber jetzt hier im Kanal haben wir gerade die 3. Landschaftsseite angefangen. Das heißt, ich denke, es gibt noch 2 Gebiete. Und vielleicht nochmal beim Leuchtturm was. Also da sind wir schon noch ein bisschen beschäftigt. Aber dann speichern wir jetzt nochmal. Und finden dann beim nächsten Mal raus, wie die ganze Geschichte zu Ende geht. Aber bisher mega toll. Gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Jetzt bin ich fast ein bisschen traurig, dass ich es nicht abends gespielt habe. Dann könnten wir jetzt vielleicht durchziehen. Aber so haben wir was, worauf wir uns freuen können. Ja, auch cool. Ah, Indie-Spiele. Und ich habe noch ein paar kleine Indies auf der Liste. Ich hoffe, die werden genauso toll. Richtig gut. Ach, meine Indie-Games. Ich möchte nicht mehr ohne sie sein. Auch wenn sie nicht so großen Anklang finden wie die großen Games immer. Aber sie sind einfach so toll. Mehr Indie-Games in meinem Leben. Schwupp. Aber jetzt erstmal mehr Essen in meinen Bauch. Ich habe nämlich echt Hunger jetzt. Von dem Ganzen in Mülltonnen gestopft werden. Das ist echt anstrengend. Und nächstes Mal befreien wir dann Denska von der Darkness. Und machen alles wieder schön und bunt und großartig. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Habt einen wundervollen Resttag. Bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Lasst euch nicht in Mülltonnen stopfen. Pinselt die zurück, wenn die gemein zu euch sind.
Und wir sehen uns mit mehr Concrete Genie dann beim nächsten Mal. Bye, bye.